Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Investitionshochlauf ist das Wachstums- und Wohlstands-Upgrade für das digitale Zeitalter. Rund 40% mehr Geld für unsere Infrastruktur. Das gab es in der Vergangenheit noch nie. Das ist eine große Leistung der Großen Koalition. Wir starten den Investitionshochlauf und stärken unsere Infrastruktur in Deutschland. Wir haben zu Beginn der Legislaturperiode gesagt, dass wir wesentlich mehr in die Infrastruktur investieren müssen, Wachstum und Wohlstand dadurch sichern können. Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit darauf hingewiesen, dass ein 5-Punkte-Investitionshochlauf dies ermöglicht. Ich habe ihn vorgestellt, und genau das leistet er jetzt auch. Wir haben 2015 in der mittelfristigen Finanzplanung damit gestartet. Wir geben jetzt mit dem Haushalt 2016 die nächste Stufe, die den Investitionshochlauf unterstützt. Und wir sehen jetzt schon die Erfolge, meine Damen und Herren. Wir haben das Sonderprogramm zur Brückenmodernisierung mit 1 Milliarde Euro gestartet. Wir werden es jetzt mit dem Haushalt 2016 verdoppeln auf 2 Milliarden Euro. Und ich mache die klare Ansage dazu, jede Sanierungsmaßnahme einer Brücke, die Baurecht erhält, wird auch finanziert werden. Wir haben im Juli gemeinsam 72 Projekte, Straßenbauprojekte in einem Umfang von rund 2,7 Milliarden Euro einer Baufreigabe erteilt und damit auf einen Schlag beinahe alle Straßenbauprojekte, die in Deutschland Baurecht haben, planfestgestellt sind und sofort umgesetzt werden können, finanziert. Das hat es auch in der Vergangenheit noch nie gegeben. Und wir stärken gleichzeitig mit den Neubaumaßnahmen das Prinzip Erhalt, weil wir unsere Erhaltungsmittel von 2,5 Milliarden Euro auf fast 4 Milliarden Euro im Jahr 2018 erhöhen. Allein im Haushalt 2016 steigern wir die Erhaltungsmittel für die bestehenden Straßen um ein Drittel von 2,5 Milliarden auf 3,3 Milliarden. Das ist ein Riesenerfolg für die Sanierung der bestehenden Infrastruktur. Wir haben zusätzlich die Einnahmen aus der Versteigerung der digitalen Dividende 2 mit Mitteln auch aus der Investitionsoffensive des Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gebündelt und damit ein Milliardenpaket für den Breitbandausbau geschnürt. Zur Erinnerung, in den ersten Haushaltsreden wurden hier von Vertretern der Opposition darauf hingewiesen, dass wir beim Breitbandausbau mit 0 Euro gestartet hätten. Ja, wir haben mit 0 Euro gestartet und sind jetzt bei 2,7 Milliarden Euro gelandet, die wir in die flächendeckende Versorgung vom schnellen Breitband investieren. Das ist nachhaltige Politik. Wir gehen nach dem Dreiklang vor: Investition, Innovation, Modernisierung. Die Große Koalition macht das. Die Erfolge zeigen, die Investitionswende ist vollzogen. Wir investieren wieder, und zwar auf Rekordniveau. Insgesamt steigern wir im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit dem Investitionshochlauf unsere Investitionslinie von 10,4 Milliarden Euro auf rund 14 Milliarden Euro im Jahr 2018. Es steht somit mehr Geld für die Infrastruktur zur Verfügung als jemals zuvor. Ich weiß, dass das von dem einen oder anderen hier auch kritisch beäugt wird. Ich lese die Kommentare, die immer wieder mir auf den Weg mitgegeben werden, gerade auch von den Kollegen der Grünen. Wenn sich Ihr Vorzeige-Verkehrspessimist, der grüne Minister Winnie Herrmann, der am meisten übrigens in Baden-Württemberg vom Investitionshochlauf mit profitiert, dann auch noch beschwert,
dass zu viele Straßen in Baden-Württemberg gebaut werden, meine Damen und Herren, dann kann ich nur sagen, Sie bleiben ganz offensichtlich eine straßenfeindliche Entmobilisierungspartei. Sie haben seit den 80er Jahren, als Sie gemeinsam Karl der Käfer gesungen haben, verkehrspolitisch sich nicht weiterentwickelt. Aber die Menschen erkennen das. Der Bund hat ohne Ihr Zutun in die Infrastruktur investiert, die Voraussetzungen geschaffen, 15 Projekte gleichzeitig in einer Größenordnung von 500 Millionen Euro finanziert. Sehen Sie es endlich ein. Ihre Aussagen sind falsch. Liebe Frau Wilms, Sie haben noch vor kurzem gesagt, hier würde ein Bundesverkehrsminister ideologische Politik nach Parteibuch machen. Ich glaube, es ist ein grüner Minister, der in Baden-Württemberg Liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Grünen an der Stelle. Also es ist auch für unsere Schriftführer außerordentlich schwierig, alle Zwischenrufe gleichzeitig sorgfältig ins Protokoll zu bekommen. Deswegen wäre eine gewisse Sequenz auch im Sinne der Beweisführung schon anzustreben. Ich hab alle mitbekommen und Sie sind in der Linie dessen, was ich hier gerade versucht habe darzustellen. Da war nichts Neues dabei. Ich weiß wohl, dass Sie ein Stück weit verzweifelt sind mit Ihrer Kritik, weil Sie mein Investitionspaket in eine unangenehme Situation gebracht hat. Sie wollen ja keine Straßen bauen. Der Winnie Herrmann hat es ja noch mal deutlich gesagt. Die Fixierung auf die Infrastruktur, das ist der Weg zurück. Ich sage Ihnen, wir wollen Straßen bauen. Wir wollen bestehende Straßen modernisieren. Wir wollen die Lebensqualität in der Region steigern. Wir wollen die Kapazität der Netze erhöhen. Und wir wollen den Verkehr effizienter machen. Genau das leistet diese Große Koalition mit dem Investitionshochlauf in die Infrastruktur. Wir feiern in diesem Jahr übrigens Anfang Oktober 25 Jahre deutsche Einheit und Freiheit. Und wenn wir zurückblicken, dann können wir feststellen, die Wiedervereinigung war eine echte Aufbruchszeit, auch gerade für die Infrastruktur. Die Verantwortlichen haben sich damals der Wohlstandspyramide moderner Volkswirtschaften erinnert und daran orientiert, und verstanden, ohne Mobilität keine Prosperität. In einem historischen Kraftakt wurde damals mit dem Wiederaufbau der Infrastruktur die Voraussetzung für neues Wachstum und Wohlstand in Deutschland geschaffen. Leider ist in den späten 90er Jahren und zu Beginn der 20er Jahre diese Erkenntnisse der Aufbruchzeit wieder in Vergessenheit geraten, mit der Folge, dass über Jahre zu wenig in unsere Infrastruktur investiert worden. In dieser Zeit hat sich auch dieser Irrglaube versucht, Bahn zu breiten, der immer wieder formuliert worden ist. Man müsse nicht in die Infrastruktur und die Mobilität investieren, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Man hat ja das Gefühl versucht zu verbreiten, dass man Mobilität von Wachstum, von Wirtschaftswachstum entkoppeln könnte. Das war aber grundfalsch. Und meine Damen und Herren, die das alle erzählt haben, die sollten sich dringend korrigieren. Wer weiterhin erzählt, man könnte auf Investitionen in die Infrastruktur verzichten und trotzdem Wachstum erzeugen, der wird nur eines tun, unsere Gesellschaft vom Wohlstand zu entkoppeln. Und das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Diesen Irrweg weiter zu verfolgen, gerade auch jetzt, wäre ein fataler Fehler. Wir stehen heute, 25 Jahre nach der Wiedervereinigung, ebenfalls vor einem historischen Kraftakt der Modernisierung und Digitalisierung unserer Infrastruktur. Jetzt geht es darum, die Erfolgsgeschichte unseres Landes im 21. Jahrhundert fortzuschreiben. Dabei ist übrigens das Ergebnis noch lange nicht gesetzt. Globalisierung und Digitalisierung mischen die Karten auf der Welt komplett neu. Und die Industrienationen von heute sind nicht zwingend die digitalen Nationen von morgen. Da gilt es, intensiv daran zu arbeiten. Und wir haben erkannt, genauso wie vor 25 Jahren, es müssen große
Investitionsanstrengungen gemacht werden mit einem klaren Auftrag, modernisieren und digitalisieren, wenn wir weiterhin Innovationsland bleiben wollen. Wir haben die Haushaltsmittel für die Modernisierungen deutlich erhöht. Wir haben den Systemwechsel von der Steuerfinanzierung zur Nutzerfinanzierung vorangetrieben. Wir haben die Ausweitung der Lkw-Maut in Breite und Tiefe vorbereitet, die erste Stufe im Juli umgesetzt, die zweite im Oktober umgesetzt. Wir haben die Einführung der Infrastrukturabgabe beschlossen. Das Vertragsverletzungsverfahren der Kommission, meine Damen und Herren, wird scheitern. Der Bundestag hat europarechtskonforme Mautgesetze beschlossen. Wir führen diese Auseinandersetzung mit Brüssel gern, und wir werden uns durchsetzen, um es kurz zu sagen. Brüssel irrt, die Maut kommt, Gerechtigkeit siegt, meine Damen und Herren. Wir haben die öffentlich-privaten Partnerschaften gestärkt. Ich habe eine Liste mit einer neuen Generation ÖPP-Projekte ins Leben gerufen. 11 Projekte in einem Umfang von 15 Milliarden Euro für den Bau und Erhalt und Betrieb von rund 670 Kilometer Straße. Ich möchte mich ausdrücklich an der Stelle auch für die konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der Koalition bedanken. Das war nicht in jedem einzelnen Projekt ja auch ganz einfach, die unterschiedlichen Einschätzungen aufzulösen. Dass dies im besonderen Maße auch gerade in Hessen mit den hessischen Kollegen aus der Union und der SPD gelungen ist, das zeigt, wie die Große Koalition erfolgreich zusammenarbeitet kann, wenn es darum geht, erfolgreich die Infrastruktur in Deutschland auszubauen. Wir haben das auch bei den ÖPP-Projekten in Hessen gut gemeinsam geschafft. Die Digitalisierung, meine Damen und Herren, ist die Voraussetzung, damit Deutschland Innovationsland bleiben kann. Und wir wollen unsere Erfolge der Vergangenheit auch digital weiterschreiben. Dazu brauchen wir vor allem eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Ohne superschnelles Breitband gibt es keine digitale Wertschöpfung. Und deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt, mindestens 50 Mbit in der Fläche bis 2018 zu erreichen. Dafür haben wir ein Investitionspaket in Milliardenhöhe geschnürt und geben mit dem Haushalt 2016 den Startschuss für die Bundesförderung. Dafür haben die innovations- und investitionsfreundlichen Unternehmen der Netzallianz übrigens auch schon eine Vorleistung erbracht. Sie haben eine Zusage gegeben, in der Netzallianz Digitales Deutschland, die wir gegründet haben, in diesem Jahr alleine 8 Milliarden Euro in den Breitbandausbau zu investieren. Auch das kommt hier dazu. Und wir werden jetzt in einem Gesetz, dem digitalen Netzgesetz, klare Vorgaben für den Netzausbau auf den Weg bringen. Dazu gehört, dass wir bei Neubau und Modernisierung von Bundesfernstraßen den Digitalausbau mit vorantreiben. Wo Straßen neu gebaut werden, muss Glasfaser mit verlegt werden. Wo Neubaugebiete in Städten entstehen, darf nicht mehr mit Kupfer ausgebaut werden. Es muss Glasfaser verlegt werden, meine Damen und Herren. Das bedeutet mehr Bandbreite, weniger Baustellen, Einsparungen übrigens in Milliardenhöhe und einen deutlichen Fortschritt auf dem Weg zu einem modernen Highspeed-Netz. Wir stecken nicht am Anfang einer digitalen Revolution. Das habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder erwähnt. Wir stecken inzwischen mittendrin. Die Digitalisierung hat bereits einen disruptiven Prozess für Märkte, Branchen und Produkte erzeugt. In einigen digitalen Innovationsfeldern konnten wir auch mitziehen, mit einer erfolgreichen Industrie-Marktstellung behaupten. In anderen ist ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung und damit auch Wachstums- und Wohlstandschancen bereits abgewandert. Das aktuell spannendste Feld der Digitalität ist die Mobilität. Und deswegen haben wir auch hier die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir erfolgreich weiterbleiben in dem digitalen Zeitalter. Das automatisierte und vernetzte Fahren steht in den Startlöchern, bringt die größte Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Automobils. Mit dem Autopilot wird das Auto zum dritten Platz, zum Third Place, einem
neuen Lebensmittelpunkt neben dem Arbeiten, neben dem Zuhause. Durch die Vernetzung des Autos mit anderen Fahrzeugen und der Infrastruktur wird Verkehr vorhersehbar, Stau und Unfälle vermieden. Die Echtzeit-Datenkommunikation erweitert das Sichtfeld von Fahrer und Autofahrer von einigen hundert Metern auf mehrere Kilometer. Das sind Potenziale, deren Entwicklung wir nutzen wollen. Studien zeigen heute, dass die Kapazität auf Autobahnen mit Automatisierung um 80% erhöht werden kann. Gleichzeitig können wir den größten volkswirtschaftlichen Schaden, den Stau, um ungefähr 40% reduzieren, wenn wir mehr Automatisierung auf die Straße bekommen. Und deswegen wollen wir hier auch kräftig investieren. Meine Damen und Herren, Sie werden auf der nächsten IAA nächste Woche feststellen, was moderne Fahrzeuge bereit sind, auch zu leisten. Mit moderner Sensorik bei heutigen Serienfahrzeugen können Sie schon im Stau bis 65 km/h vollkommen dem Verkehrsverlauf folgen, ohne dass Sie selber noch eingreifen. Die Zukunft der Mobilität entscheidet sich jetzt an dieser Frage, und wir wollen unsere hervorragende Ausgangsposition hier weiter erhalten, wenn es darum geht, mit unserer Automobilindustrie einen wesentlichen Teil von Wachstum und Wohlstand und Arbeit in Deutschland zu erhalten. Und deswegen investieren wir in das digitale Testfeld Autobahn. Auf der A9 wird die erste intelligente, voll digitalisierte Straße entstehen. Wir haben vor wenigen Wochen den Startschuss dazu gegeben. Die A9 wird moderner, mit moderner Sensorik, mit Mobilfunktechnik der neuesten Generation, mit allen notwendigen Technologien, die für das automatisierte und vernetzte Fahren notwendig sind, ausgestattet werden. Und sie wird den Weg in die Mobilität 4.0 uns auch weisen. Wir haben auf der IAA ein Treffen der G7 Verkehrsminister anberaumt, um uns auch über die grundsätzliche Frage der neuen Regeln für automatisiertes Fahren zu unterhalten, neue Standards zu definieren und dafür zu sorgen, dass wir international eine gleichgerichtete Entwicklung bekommen. Auch wir sind diejenigen, die diesen Markt vorantreiben müssen. Wir sind die erfolgreichste Automobilnation der Welt. Wir wollen Leitanbieter bleiben. Wir wollen den Leitmarkt weiter regeln. Und wir wollen das auch in einer automatisierten Mobilität mit voll digitalen Autos und Straßen machen. Und deswegen investieren wir in diese Autobahn A9. Herr Minister, darf ich Sie auch an die Zeit erinnern? Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Zukunft ist digital. Wir sind darauf vorbereitet. Der Haushalt 2016 legt die notwendige Grundlage dafür, dass wir den Investitionshochlauf konsequent weiterentwickeln. Wir werden die digitale Wertschöpfung auch in Deutschland, wo erprobt, getestet und produziert wird, zum Erfolg bringen. Deutschland bleibt auch mit diesem Haushalt Innovationsland. Dankeschön. Großes Karo im Outfit von Bundesverkehrsminister Dobrindt. Großes Karo auch bei seinen Plänen und sogar bei der Pkw-Maut-Zuversicht. Wie hat er gesagt? Die Maut kommt, Gerechtigkeit siegt. Und er denkt, das Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU-Kommission wird keine Chance haben. Viele Experten sind da skeptisch und sagen, auch das sieht nicht gut aus. Für die Opposition jetzt Roland Klaus, der haushaltspolitische Sprecher. Liegt uns allen am Herzen. Zuweilen auch auf der Tasche, aber oft für einen guten Zweck. Wie leicht zu verstehen ist, sind mit einem so gewaltigen Investitionsetat tausende Probleme verbunden. Zwei davon sind die entscheidenden. Das erste: etwa 25 Milliarden Haushaltsmittel plus etliche zentral veranschlagte, zum Teil nicht mehr zu überblickende Investitionsprogramme sind natürlich sehr viel Geld. Gemessen an dem Zustand unserer öffentlichen Infrastruktur, meine Damen und Herren, ist es aber dennoch zu wenig. Und wenn Sie hier ständig von einem Investitionshochlauf sprechen, Herr Minister, ist das nicht wirklich den Dingen angemessen, sondern ist Investitionshochstapelei. Das müssen wir Ihnen mal sagen. Und das zweite entscheidende Problem ist, dass viele Geld ist in schlechten Händen.
Dem Bundesrechnungshof Deutsch, der ja recht höflich formuliert heißt das, ich zitiere den Bundesrechnungshof, es geht nicht nur um mehr Investitionsmittelbereitstellung, sondern darum, diese zielgerichtet und wirtschaftlich einzusetzen. Wenn Sie die Kritik nicht raushören, ist Ihnen nicht zu helfen. Meine Großmutter hätte über dieses Ministerium gesagt, Junge, die können nicht mit Geld umgehen, schon gar nicht mit viel Geld. Schon aus Respekt vor meiner Großmutter muss ich das natürlich jetzt beweisen, was aber nicht so schwer ist. Ich fange mal mit der digitalen Infrastruktur an. Bislang, das hat der Minister ja eben auch eingestanden, war da nur eine Überschrift vorhanden. Und noch im letzten Haushalt haben wir Ihnen mal vorgerechnet, dass im Wirtschaftsministerium, im Bildungsministerium, selbst im Landwirtschaftsministerium größere Programme für die digitale Infrastruktur eingestellt waren, als in dem Ministerium, das den Namen trägt. Das soll sich nun gewaltig ändern. Und als Quelle, als Hauptquelle dafür, wurden die Einnahmen aus den Versteigerungen von Mobilfunkfrequenzen angenommen. Nun hat der Bund, wie wir gehört haben, im Sommer mit einiger Überraschung begleitet, über 4,5 Milliarden bei der Versteigerung dieser Frequenzen eingenommen. Und wie es immer hieß, sollten diese zum Großteil für den Breitbandausbau verwendet werden. Und nun höre und lese ich, dass gerade einmal 1,3 Milliarden, das ist also weniger als ein Drittel von 4,5 Milliarden, dem Bundesverkehrs- und Infrastrukturministerium und den Ländern auch noch zur Hälfte zur Verfügung gestellt werden sollen, und das für 2016 und 2017 zusammen. Das ist doch wohl ein Treppenwitz, meine Damen und Herren, das ist nicht Breitband, sondern Schmalspur, was Sie hier machen. Ich kann Ihnen versichern, Herr Bundesminister, dass ich das heute Mittag oder Nachmittag auch dem Bundesfinanzminister noch mal so deutlich sagen werde. Ich weiß natürlich hier, wo die Bremsen angezogen werden. Die Zahlen stimmen, die sind gerade bestätigt worden. Und da können wir uns gerne weiter drüber unterhalten. Aber Sie werden doch nicht bestreiten, dass ein Drittel von der eingenommenen Summe über zwei Jahre gestreckt zwischen Bund und Ländern geteilt nun wirklich nicht das ist, was mit dem Großteil verbunden wurde. Und nun droht uns auch noch ein Vertrag des Bundes mit der Telekom, der deren Monopolstellung verfestigen würde. Herr Kollege Klaus, darf der Kollege Dörmann eine Zwischenfrage stellen? Darf er gerne. Vielen Dank, Herr Kollege Klaus. Herr Kollege Klaus, Sie haben gerade suggeriert, dass Zusagen, die im Vorfeld der Versteigerung gemacht worden sind, für die Verwendung für den Breitbandausbau nicht eingehalten wurden. Würden Sie mir bestätigen, dass die Zusage, die Mittel gehen in den Breitbandausbau, nur für den Bereich der digitalen Linie 2 gelten, nämlich für den 700-Megahertz-Bereich und für den 1,5-Gigahertz-Bereich, und dass genau diese Zusage auch eingehalten wurde. Abzüglich der notwendigen Umstellungskosten wird genau der eingenommene Betrag von 1,3 Milliarden Euro auf Bund und Länder verteilt, zweckgebunden für den Breitbandausbau. Es ist aber nicht die einzige Summe, denn der Bundesminister hat vorgetragen, dass wir über 2 Milliarden Euro zur Verfügung haben, weil sie 1,4 Milliarden Euro, die im Investitionspaket des Minister Schäuble vorgesehen ist, einfach unterschlagen haben. Würden Sie mir zustimmen, dass diese Zahlen richtig sind? Ich kann Ihnen ausdrücklich bestätigen, dass Sie momentan überhaupt nichts Falsches gesagt haben, aber das bessert die Lage überhaupt nicht. Und es wäre einfach gescheit gewesen, diese Einnahmen, die ja weit über dem Erwarteten lagen, tatsächlich für diese große Aufgabe einzustellen und nicht einfach im Haushalt versickern zu lassen. Aber ich kann Ihnen gern bestätigen, dass Ihre Zahlen richtig waren. Nun muss ich noch mal zurück. Nun droht auch noch ein Vertrag des Bundes mit der Telekom, der deren Monopolstellung verfestigen würde. Und die Linke unterstützt hier ausdrücklich die Netzbranche bei deren Widerstand gegen einen solchen Monopolvertrag. Und wir sind die Fraktion, die Ihnen gerne erklären kann, wo das hinführt, wenn man zu viel Zentralismus an den Tag legt. Übrigens, Herr Bundesminister, die Homepage des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur präsentiert viele Bilder des Ministers. Aber ich habe mir auch die Seite Digitales angeschaut, und da musste ich doch schon ein bisschen staunen. Auf der Seite Digitales enthält die letzte Eintragung
eine Meldung über die CeBIT. Und die war bekanntlich im März diesen Jahres. Das ist peinlich. Das ist peinlich, meine Damen und Herren. Also, Herr Minister, weniger possieren, mehr digitalisieren ist die Aufgabe der Zeit. Das ist auch deshalb wichtig. Wir reden ja alle über Flüchtlinge. Wenn Flüchtlinge aus Afrika hierher kommen, dann kommen sie in der Regel mit ihrem Smartphone und sind es gewöhnt, dass sie mit ihrem Smartphone bezahlen können. Das wissen Sie, wie die Zusammenhänge sind. Wenn Sie das in einem deutschen Laden machen, stehen Sie erneut vor einer digitalen Grenze, weil das nämlich hier nicht geht. Also da gibt es noch eine Menge Aufgaben zu lösen. Ich muss den Verkehrsbereich jetzt in Stichworten abarbeiten. Herr Bundesminister, Sie haben an dieser Stelle gesagt, die Maut, die Pkw-Maut oder wie Sie sie immer genannt haben, sage nicht so gern verklausuliert, wird am 01.01.2016 auf scharf gestellt. Das haben Sie auch gegenüber den Medien gesagt. Und Sie sind dem Deutschen Bundestag und der Öffentlichkeit eine Klarstellung notwendig, dass das nicht so ist. Ihre hier vorgetragene Rechthaberei hätte ja nur noch getoppt werden können, wenn Sie gesagt hätten, die Maut in Ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Also holla, die Waldfee. Nun haben Sie gelegentlich öffentlich und nicht öffentlich darüber spekuliert, wie man mehr privates Geld für die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur einsetzen könnte. Da sagen wir als Linke, das geht in Ordnung. Der einzige Unterschied ist, Sie wollen bei denen betteln gehen und Geschäfte machen und wir wollen die Superreichen gerecht besteuern und diese Mittel einsetzen. Das macht den kleinen Unterschied aus. Bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes haben Sie auch eine riesige offene Baustelle. Wir hatten Sie davor gewarnt, in Bonn so eine Zentralbehörde, auch noch Generaldirektion genannt, zu schaffen. Sie haben auf uns nicht gehört und deshalb erneuern wir unseren Vorschlag. Denken Sie lieber darüber nach, wie man eine vernünftige Wiedervereinigung der Bundesregierung in Berlin hinkriegt und nicht pausenlos irgendwelche neuen Stellen außerhalb schafft. Das war doch jetzt ein schöner Schlusssatz, Herr Klaus, ne? Herr Bundesminister, seitens der Opposition wurde Ihnen häufig genug angeboten, die großen und schwierigen Infrastrukturvorhaben, Investitionsvorhaben gemeinsam anzupacken. Ich habe den Eindruck, in den Koalitionsfraktionen wurde das verstanden. Bei Ihnen bin ich mir da noch nicht so sicher. Aber Haushaltsberatungen haben ja auch immer einen Lerneffekt. Bauen wir darauf. Roland Klaus für die Linksfraktion, da haushaltspolitischer Sprecher mit einem Blick auf die Zahlen des Etats für Verkehr und digitale Infrastruktur. Um es noch mal zu sagen, es geht um 24,4 Milliarden Euro insgesamt. Jetzt Sören Barthol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land. Als fünftgrößte Volkswirtschaft profitieren wir von starken Unternehmen im Mittelstand und in der Industrie. Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichern täglich den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir die aktuellen Herausforderungen nur bewältigen können, wenn die Wirtschaft auch weiter stark bleibt. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur. Als Exportnation sind Unternehmen bei uns davon abhängig, dass die hier produzierten Waren auf funktionierenden Verkehrswegen schnell ihre Kundinnen und Kunden erreichen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen ohne große Probleme morgens mit der Bahn zur Arbeit kommen. Und das junge IT-Unternehmen braucht eine schnelle Internetverbindung, um seine Kundinnen und Kunden in Fernost oder Nordamerika zu erreichen. Wer möchte, dass Deutschland ein wirtschaftlich starkes Land bleibt, muss daher in Straße, Schiene und Wasserstraße investieren. Und wer möchte, dass Deutschland sich auf den Weg in die Gigabit-Gesellschaft macht, muss den flächenden Ausbau schneller Internetdatenautobahnen vorantreiben. Und wer gegen zusätzliche Mittel für Verkehrsinvestitionen kämpft, verhindert, dass wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben und gefährdet Arbeitsplätze. Wer den Breitbandausbau jetzt nicht staatlich fördert, akzeptiert, dass strukturschwache Regionen bei der digitalen Revolution abgehängt werden. Diese Koalition hat sich entschieden. Wir setzen auf zusätzliche Investitionen und arbeiten damit für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Das stärkt die Konjunktur. Das bringt Bürgerinnen und Bürger in Arbeit und ich sage, das bringt auch unser Land voran. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass die digitalen Daten und der Verkehr nicht im Stau stecken bleiben dürfen.
Wir werden daher im kommenden Jahr die Investitionen allein in die Verkehrswege auf 12 Milliarden Euro erhöhen. Und damit werden so viele Mittel investiert wie nie zuvor. Und zusätzliche Einnahmen aus Steuern und der Lkw-Maut machen dies möglich. Mit der Ausdehnung der Lkw-Maut auf die restlichen vierspurigen Bundesfernstraßen und die Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen haben wir die Nutzerfinanzierung ausgeweitet. Und im Gegenzug garantieren wir, dass jeder zusätzliche Mautcent in die Verkehrsinfrastruktur investiert wird. Das ist ein großer Erfolg, nicht nur wegen dem Mehr an Einnahmen, sondern weil es diejenigen an der Finanzierung beteiligt, die unsere Straßen besonders stark abnutzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Erhalt muss bei den Investitionen in die Verkehrswege vor dem Neu- und Ausbau stehen. Und bei den Bundesfernstraßen wollen wir allein mehr als 3 Milliarden Euro in den Erhalt investieren. Das ist doppelt so viel wie für den Neu- und Ausbau der Bundesfernstraßen. Konkret bedeutet dies, wir haben das gerade schon gehört, jede Brücke, die vollziehbares Baurecht hat, wird sofort und umgehend saniert. Und dafür stocken wir auch das Brückensanierungsprogramm bei der Straße noch mal auf. Die Schiene wird angesichts des weiter anwachsenden Güterverkehrs neben der Straße die Hauptlast tragen. Und wenn wir zum Beispiel im Ruhrgebiet oder auch anderswo nicht im Verkehrskollaps enden wollen, brauchen wir mehr Kapazität im Schienennetz, um die Güter auch in Zukunft transportieren zu können. Und daher werden wir auch mit fast 5 Milliarden Euro die bestehenden Schienenwege erhalten und das Schienennetz auch an wichtigen Stellen ausbauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das bisher fehlende Geld für zusätzliche Investitionen wird in den kommenden Jahren im Bundeshaushalt zur Verfügung stehen. Dazu tragen die Mehreinnahmen bei, das ist sicher. Und damit gehört auch die Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur des Bundes Schritt für Schritt der Vergangenheit an. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Mittel effizient einzusetzen und dort zu investieren, wo sie den größten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger haben. Und ich sage hier auch ganz deutlich, wir dürfen dabei auch keine Angst vor klaren Entscheidungen haben. Und ich bin den Koalitionspartnern von CDU und CSU auch dankbar, dass wir uns im Zuge der Verhandlungen um die Pkw-Maut noch mal auf eine klare Priorisierungsstrategie verständigt haben. In wenigen Wochen wird die Bundesregierung den ersten Entwurf für den neuen Bundesverkehrswegeplan vorlegen. Zum ersten Mal wird es auch eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger geben. Und nach der Auswertung der Rückmeldung wird die Bundesregierung dann am Ende mit uns gemeinsam den Bundesverkehrswegeplan beschließen. Und es ist mit mehreren tausenden Rückmeldungen aus allen Teilen Deutschlands zu rechnen. Danach wird dann der Entwurf noch mal überarbeitet werden. Und ich sage auch mal dankbar, ich habe großen Respekt vor der Arbeit des Bundesverkehrsministers und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann auch sicherstellen werden, dass es zu einer ernsthaften Auswertung dieser Rückmeldung kommt und wir am Ende auch eine sinnvolle Überarbeitung gemeinsam machen. Ich werbe für einen breiten Konsens aller Fraktionen in diesem Hause, dass wir bei den späteren Beratungen über die Ausbaugesetze auch bei steigenden finanziellen Mitteln realistisch bleiben und klare Prioritäten setzen. Und dabei werden wir die Unterstützung sowohl der Wirtschaftsverbände auf der einen Seite, aber auch der Umweltverbände und der einzelnen Bundesländer brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ab 2016 werden wir für die kommenden Jahre ein milliardenschweres Förderprogramm des Bundes starten, mit dem wir den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur unterstützen werden. Dafür werden Kollege Klaus hat sich ja gerade dankenswerterweise korrigiert, rund 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Dort, wo es eine Wirtschaftlichkeitslücke gibt, wollen wir technologie- und wettbewerbsneutral den weiteren Ausbau des schnellen Internets fördern. Unser Ziel bleibt der flächendeckende Ausbau mit schnellem Internet mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit bis 2018. Keine Region darf bei der Digitalisierung unserer Gesellschaft abgehängt werden. Ich hoffe, dass wir am Anfang des nächsten Jahres die ersten positiven Förderbescheide verschicken können. Das muss jetzt schnell und zügig gehen, und dafür brauchen wir beim Bund natürlich die entsprechenden Strukturen. Und ich baue da voll auf Bundesminister Dobrindt, dass er hierfür auch alles Notwendige vorbereitet hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute beginnen die Beratungen des Haushaltsentwurfs für den Verkehrsbereich und die digitale Infrastruktur für das kommende Jahr. Lassen Sie uns einfach gemeinsam schauen, an welcher Stelle der gute Entwurf noch weiter verbessert werden kann. Und ich baue hier wie immer auf die konstruktive Zusammenarbeit aller Fraktionen. Vielen Dank.
Sören Barthol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, hier in der Debatte über den Etat des Bundesverkehrsministeriums um 24,4 Milliarden Euro, 1,2 Milliarden Euro mehr übrigens als in dem letzten Haushalt, also für dieses Jahr. Jetzt Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen. Grundsätze der Verkehrspolitik. Und ehrlich gesagt, Herr Dobrindt, war ich schon etwas überrascht. Und das hat mich etwas fassungslos gemacht, was für eine Kabarettrede Sie heute wieder gehalten haben. Es kann doch hier nicht sein, dass Sie wieder eine bayerische Bierzeitrede halten. Die müssen um die Verkehrspolitik streiten. Denn wir haben ja jetzt 2 Jahre rum, Herr Dobrindt, Zeit, Bilanz zu ziehen. Was haben Sie eigentlich gemacht? Wir können sehen, was Sie alles nicht gemacht haben. Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung wurde schon gesagt, nichts ist passiert. Brücken und Straßen zerbröckeln weiter in diesem Land. Zukunftsweisende Ideen für den ÖPNV gibt es nicht. Für den Radverkehr, für den Klimaschutz, für die Elektromobilität, Fehlanzeige, da ist nichts. Das liegt ja auch daran, dass Sie ein zentrales Thema hatten, das Sie sich gesetzt haben als CSU, als Minister. Das hat demoniert die Pkw-Maut. Und zum Glück ist diese Pkw-Maut krachend gescheitert. Und deswegen waren das leider 2 verlorene Jahre der Verkehrspolitik in Deutschland. Und das ist leider Ihre Verantwortung, Herr Dobrindt. Und nach 2 Jahren muss man leider feststellen, dass Sie nicht mehr als der Mautminister geworden ist, sind leider kein Verkehrsminister geworden. Und anstatt Sie das jetzt auch wirklich begreifen, anstatt Sie jetzt hier wirklich umsteuern und sagen, okay, das war ein Fehler, wir hören auf damit, was machen Sie? Sie haben heute wieder im Plenum gesagt, ich zitiere, Brüssel wird scheitern, wir sind im Recht. Ich sag mal, ja hallo, mein Gott, wo leben Sie eigentlich, in welcher Welt geht es noch? Kommt doch endlich mal der Realität an, das ist doch wirklich absurd und bescheuert, was Sie hier machen bei der Pkw-Maut. Denn man muss sich das ja auch, wenn man über den Autoverkehr redet, vorstellen, Sie sind mit Vollspeed gegen die Wand gefahren. Wirklich, es gab ganz viele Warnungen, alle haben Sie gewarnt, Sie haben weiter aufs Gas gedrückt, dann gab es einen Totalschaden und jetzt setzen Sie noch mal zurück und fahren wieder auf die Wand zu. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich frage mich manchmal, wann ist es eigentlich mal genug? Wann tut es denn eigentlich wirklich mal weh? Wann begreifen Sie denn endlich, dass es keine diskriminierungsfreie Diskriminierung gibt? Die Wand wird nicht wackeln, der EuGH wird nicht wackeln. Wann begreifen Sie das endlich? Das wird auch wieder scheitern vor dem EuGH. Und Sie haben, wir reden ja auch über den Verkehrsetat und der steigt ja auch gerade auch im Straßenbereich. Das stimmt, das haben Sie erwähnt. Aber die Frage ist, was machen Sie mit den gestiegenen Geldern? Wenn man sich das anguckt im Haushalt, steigt der neue Ausbau von Straßen um 37% im Soll. Der Halt von Straßen steigt nur um 19% im Soll. Also es gibt eine doppelt so große Steigerung beim Neu- und Ausbau prozentual. Der Halt ist weiterhin unterfinanziert. Und dazu passen Ihre Sommerlochaktionen, Herr Dobrindt. Sie haben 2014, guck in den Haushalt, Sören, da steht es drin, guck dir die Sollzahlen an, ich zeige ihn dir gerne nachher. Gucken wir uns das Sommerloch an. Sie haben 2014 im Sommerloch für 1,7 Milliarden Euro, ohne das Parlament zu fragen, neue Straßen sich genehmigt, vor allen Dingen Ortsumgehungen. Und auch dieses Jahr haben Sie für 2,6 Milliarden, Sie haben ordentlich nochmal draufgepackt, 69 neue Straßen sich genehmigt für die Große Koalition. Und ich finde, trotz aller Sonntagsreden, die Sie hier halten über den Erhalt, zeigt das auch deutlich, Sie sind weiter auf der alten Ideologie, Sie sind weiter bei der alten Spatenstich-Ideologie verhaftet. Der Erhalt ist immer noch unterfinanziert. Ich fordere Sie auf, endlich umzudrehen und endlich umzusteuern. Und pikant ist ja auch, bei diesen 69 Straßen, dass 52 Straßen eigentlich nochmal überprüft werden sollten im Bundesverkehrswegeplan. Das habe ich nicht mehr ausgedacht, das haben Sie sich ausgedacht, Herr Dobrindt. Ihre Grundkonzeption sah vor, dass man keine neuen Fakten schafft. Sie haben jetzt aber wieder neue Fakten geschafft, davon sind es ganz viele Ortsumgehungen. Das heißt, auch das widerspricht gegen die Grundkonzeption des Bundesverkehrswegeplans. Das sind keine notwendigen Lückenschlüsse. Das hat keine überregionale bundesweite Bedeutung. Das ist keine Knotenbeseitigung. Und ich finde, dass Sie hier auch noch für feiern im Parlament, das finde ich schon mega dreist, dass Sie den Bundesverkehrswegeplan so hintergehen. Aber das hat natürlich einen Grund. Und dieser Grund hängt damit zusammen, dass vor allen Dingen die Länder, besonders Bayern, massiv wieder den Bundesverkehrswegeplan überbuchen wollen. Über 100 Milliarden Euro im Straßenbereich sind angemeldet. Bayern hat 400 Projekte für die nächsten 15 Jahre angemeldet.
Mit der heutigen Finanzausstattung würde das allerdings nicht 15 Jahre dauern, sondern sage und schreibe 160 Jahre. Bis ins Jahr 2175 würde das dauern. Und da kann man natürlich verstehen, dass der bayerische Minister Herr Dobrindt für sein Land etwas Gutes tun will, deswegen die Priorisierung über Bord kippt, den vordringlichen Bedarf Plus, der wird über Bord gekippt und man macht wieder eine unfinanzierbare Wünsch-dir-was-Liste ohne Priorisierung und das wieder zulasten des Erhalts, zulasten Erhalts der Brücken und der Straßen. Und das ist, finde ich, die komplett falsche Antwort in der Verkehrspolitik. Und Sie haben sich jetzt auch wieder hier gefeiert für öffentliche-private Partnerschaften, Herr Dobrindt. Allerdings auch bei Ihrem sogenannten neuen Modell ist nichts neu. Das ist das alte Verfügbarkeitsmodell. Und der Bundesrechnungshof hat es Ihnen oft aufgeschrieben. 20% im Durchschnitt werden diese Projekte teurer. Und diese Projekte kann man allerdings auch gut im Etat realisieren, ohne öffentliche-private Partnerschaften. Das geht schnell, das geht gut und das geht vor allem günstiger. Und ich finde, das muss eigentlich jetzt die... Und deswegen, finde ich, sollten wir in diesem Punkt endlich mal auf den Bundesrechnungshof hören. Und ich will noch was zum Breitbandausbau sagen, weil es richtig ist, nach 2 Jahren haben Sie endlich mal Geld eingestellt. Auch das finde ich keine große Leistung. Wir wissen auch, dass das Geld bei weitem nicht ausreichen wird, um den ländlichen Raum anzuschließen. Aber mich besorgt ehrlich gesagt sehr, was momentan die Deutsche Telekom macht. Kollege Klaus hat es angesprochen. Die Telekom will von der Bundesnetzagentur eine Monopolstellung erreichen, im wohnortnahen Bereich, im Vectoring-Bereich, aber es wurde auch schon gesagt, das sind wir die alten Kupferkabel, das ist nicht die moderne Infrastruktur, die wir brauchen, das verhindert den Wettbewerb und deswegen ist das unakzeptabel, was die Deutsche Telekom hier macht. Das ist keine Innovation und das wird auch nicht uns helfen beim Breitbandausbau, weil nachher die Übertragungsraten viel zu gering sind in ein paar Jahren und das jetzt eigentlich schon veraltet ist. Und ich finde, die Große Koalition hat hier eine wichtige Verantwortung, bei diesem Zukunftsthema nicht zu versagen. Bei Toll Collect, Herr Minister, sind Sie dem Lobbydruck von der Telekom gefolgt. Ich finde, das darf jetzt nicht wieder passieren. Ich weiß, dass die Bundesnetzagentur unter der Aufsicht des Bundeswirtschaftsministers steht. Deswegen hat die SPD eine wichtige Verantwortung. Aber auch Sie, Herr Dobrindt, haben eine wichtige Verantwortung für den ländlichen Raum, für den Breitbandausbau. Und ich finde, Sie sollten jetzt Ihren Einfluss nutzen. Das funktioniert hier nicht ohne Politik. Sie sollten Ihren Einfluss nutzen und dafür sorgen, dass nachher der Wettbewerb im ländlichen Raum, der Wettbewerb am Breitbau gesichert wird und dass wir auf Glasfaser setzen. Wir reden jetzt in diesen Haushaltsberatungen über die Zukunft, auch unserer Gesellschaft. Wie soll unser Land in 5 oder 10 oder 15 Jahren aussehen? Und ich muss leider sagen, dass ich keine zukunftsweisenden Ideen bei Herrn Dobrindt finde. Da ist nichts zum ÖPNV, da ist nichts für wirklichen Klimaschutz, für einen Durchbruch bei der Elektromobilität, für den Ausbau der Schiene, für effektiven Lärmschutz. Das alles müsste jetzt angepackt werden. Stattdessen nur leider viel Maut, viel Murks bei Herrn Dobrindt. So kann es nicht gehen. Sie müssen endlich umsteuern in der Verkehrspolitik. Vielen Dank. Sven-Christian Kindler für die Grünen, der unter anderem die Breitbandstrategie des Bundesverkehrsministeriums für nicht hinreichend hält. Nächster Redner Arnold Fahrts, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Einzelplan 12, über den wir heute reden, ist einer der größten Erfolge in dieser Haushaltsdiskussion, in diesem Haushalt 2016. Und es ist zugleich der Erfolg von langjährigen kontinuierlichen Bemühungen, den tatsächlichen Finanzbedarf im Verkehrsbereich an den tatsächlichen Handlungsbedarf anzupassen. Und ich halte das für eine große Teamleistung, an der sehr viele mitgearbeitet haben, beginnend bei Minister Dobrindt, bei Herrn Schäuble, bei den Haushältern der Großen Koalition. Wir haben meines Erachtens hier wirklich sehr viel geschafft und es ist nicht der Platz, diese Dinge kleinzureden hier. Herr Kindler, mir ist aufgefallen bei Ihrer Tirade gegen die Maut, dass Sie sich doch ganz schön emotional reingesteigert haben. Das macht man nur dann, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man recht hat. Deshalb weiß ich nicht, ob Sie da nicht auch ein bisschen voreilig
gewesen sind. Und wenn man genau zugehört hat, hatten Sie eigentlich am Haushalt relativ wenig auszusetzen und haben aus dem Grunde sich auch auf andere Themen kapriziert. Ich glaube, Sie sollten, meine lieben Freunde von den Grünen, mal prüfen, was Sie eigentlich an alten, abgestandenen ideologischen Krempel mal aus ihrem Instrumentarium herauswerfen können. Die Dinge werden jetzt schnell gehen. Wir brauchen alle Platz im Gehirn, Sie auch. Lieber Herr Klaus, auch Sie muss ich mal kurz ansprechen, weil ich immer wieder staune, woher Sie die Dreistigkeit nehmen, uns so pauschal vorzuwerfen, wir könnten nicht mit Geld umgehen. Diese Vermutung kann man sehr wohl äußern, wenn man selber schon beeindruckende Beispiele der eigenen Fähigkeit des Umgangs mit Geld hingelegt hat. Aber Sie wissen, wie tragisch Sie gescheitert sind, als Sie so vor 25, 26 Jahren versucht haben, die 4 Grundrechenarten zu beerdigen. Wer versucht, die 4 Grundrechenarten zu beerdigen, macht die Erfahrung, dass sich diese 4 Grundrechenarten nach scheinbar erfolgreicher Beerdigung im Grab umdrehen und Erdbeben verursachen. Und da ist Ihnen damals die Bude über den Kopf eingebrochen. Und jetzt heißen Sie die Linken. Sie müssten eigentlich die Flinken heißen, weil Sie 3-mal den Namen gewechselt haben und damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Meine Damen und Herren, es ist meines Erachtens jetzt ein sehr, sehr leistungsfähiger Haushalt aufgestellt worden. Und jetzt ist die große Frage und die berechtigte Frage, die wir uns alle stellen müssen. Und jetzt geht es an die Arbeit. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Geld auch an dem Platz, an den es hingehört, ausgegeben und verwendet wird. Und das wird kein Spaziergang, meine Damen und Herren. Wir brauchen dazu eine Reform der Auftragsverwaltung. Auch das haben wir schon im Koalitionsvertrag bedacht und niedergeschrieben. Und es gibt konkrete Überlegungen dazu. Wir müssen verstehen, dass die gegenwärtigen Auftragsverwaltungen der Länder Defizite aufweisen. Und es gibt zunächst erstmal das Problem, dass es oftmals unterschiedliche verkehrliche Prioritäten zwischen dem Bund und den Ländern gibt. Das sorgt regelmäßig für Reibung. Die Länder waren sich dessen auch schon bewusst. Im Bau und für die Planung und Bau von Straßenprojekten bedienen sich inzwischen 12 der 16 Länder der DGIS, die als zentrale privatrechtliche Verwaltungsstruktur die Kompetenzen bündelt und enorm erfolgreich ist, zumindest in den neuen Ländern. Und ich nehme an, das wird sich auch in den alten Ländern zeigen. Wir brauchen eine von Bund und Ländern gemeinsam getragene Priorisierung. Wir müssen darauf achten, dass die länderübergreifende getrennte Verwaltungsverfahren nicht ständig zu Verzögerungen und Reibungen führen, bis hin zu Blockaden. Wir müssen außerdem es schaffen, dass der Bund dort, wo er finanziert, auch die wirkliche Kontrolle über die Ausführung hat. Und dies ist im Augenblick nicht gegeben. Die Länder planen, der Bund finanziert. Und deshalb, was ist die Lösung? Die Finanz- und Aufgabenverantwortung muss in eine Hand, das heißt in eine Bundesverwaltung. Dort muss sie zusammengeführt werden. Die Verwaltungsinstanzen in den Planungs- und Baurechtsverfahren müssen reduziert werden. Wir können nur mit schnellen Genehmigungsverfahren und einer zügigen Planung und durch Instanzenverkürzung, auch bei Klageverfahren, die Infrastrukturprojekte, die wir durchführen müssen, wirklich bedarfsgerecht und wirtschaftlich zum Ziel führen. Wir brauchen eine Infrastrukturgesellschaft des Bundes. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat das vor 2 Tagen hier vorgetragen, und ich möchte es noch einmal unterstreichen. Des Weiteren ist auch eine
für alle Bundesverkehrswege verantwortliche Planfeststellungsbehörde auf Bundesebene zu schaffen. Und es ist notwendig, dass wir uns über die Prämissen klar werden, auf denen eine solche strukturelle Veränderung bestehen soll. Erstens, selbstverständlich ist das Eigentum an den Bundesfernstraßen, Bundesautobahnen und Bundesstraßen weiter, wie bisher beim Bund. Für die Bundesautobahnen aber muss der Bund die Verwaltung übernehmen. Dazu wird eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft gebraucht im hundertprozentigen Eigentum des Bundes. Also wir brauchen eine Organisationsprivatisierung. Dabei müssen wir selbstverständlich nicht die ASFINAG in Österreich kopieren. Aber wir müssen uns die Erfolge anschauen, die man dort hatte, und versuchen, auch für unsere Bedürfnisse eine Entsprechung zu schaffen. Diese privatrechtliche Gesellschaft muss die Einnahmekompetenz aus den Straßennutzungsgebühren für die Bundesautobahn haben. Und neben dieser Einnahmequelle muss sie auch noch die Möglichkeit haben, privates Kapital von Investoren zu akquirieren für Investitionen in den Straßenbau. Meine Damen und Herren, das muss meines Erachtens umgesetzt werden. Und wir brauchen dazu auch, weil es im Augenblick das Grundgesetz anders vorsieht, eine Änderung des Grundgesetzes, also eine Zweidrittelmehrheit. Meine Damen und Herren, ohne diese strukturelle Veränderung wird es sehr, sehr schwierig, die enormen Mittel, die wir heute bereitgestellt haben, wirklich an der Stelle unterzubringen, wo sie unserer Gesellschaft und unseren Bürgern den größten Nutzen bringen. Und deshalb bitte ich alle mit vollem Ernst, mal diese strukturellen Veränderungen zu überdenken. Wir müssen möglicherweise noch viel über Details reden. Aber dass eine solche strukturelle Änderung notwendig ist, daran kann es meines Erachtens keinen Zweifel geben. Sonst werden wir uns weiter in endlosen Planungs- und Genehmigungsverfahren verheddern, in endlosen Klagewegen stecken bleiben. Und wir werden eine Politik des Stillstands haben, wenn wir an der Stelle nicht eine Schneise schlagen, so wie das Bundesminister Schäuble vorgestern vorgeschlagen hat. Und dann möchte ich noch einen Punkt sagen, wo wir uns oder wo diejenigen, die ähnlich denken wie ich, sich nicht durchgesetzt haben. Das ist bei dem Thema Luftverkehrssteuer. Im Augenblick ist ein Luftverkehrskonzept in Arbeit. Wir hoffen, dass da die Rahmenbedingungen für den Luftverkehr in Deutschland fixiert werden und wir eine stabile Grundlage für die Zukunft von leistungsfähigen Airlines, leistungsfähigen Flughäfen und eines leistungsfähigen Flugbetriebes bekommen. Aber das ist noch nicht alles. Die Luftverkehrssteuer betrifft einseitig die Unternehmen, die in Deutschland starten und landen. Und das sind unsere inländischen Airlines. Und es ist eine ordnungspolitische Fehlleistung, wenn wir, um Steuern zu akquirieren, einseitig Unternehmen aus Deutschland gegenüber ausländischen Wettbewerbern benachteiligen. Und deshalb werde ich weiter meine Stimme erheben. Ich weiß, dass diese Meinung nicht einheitlich ist, dass sie nicht geteilt wird von allen und dass wir bis jetzt nicht durchgekommen sind. Aber ich werde das mir Mögliche tun, um darauf hinzuwirken, dass diese Luftverkehrssteuer dann irgendwann auch fällt. Wir haben im Augenblick enorme Steuereinnahmen. Ich glaube, wir können das verkraften. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Arnold Fartz für die Unionsfraktion hier in der Debatte über den Verkehr des Bundesverkehrsministeriums, wo es ja zudem auch um digitale Infrastruktur geht. Nächste Rednerin ist jetzt für die Linksfraktion Sabine Leidig, deren verkehrspolitische Sprecherin. Liebe Besucherinnen und Besucher, sehr geehrter Herr Minister, ich frage mich, ob wir in einer Parallelwelt leben, wenn ich Sie hier reden höre, oder ob es mir peinlich sein muss, sowas anzuhören in diesem Bundestag, ein Entscheidungsgremium eines der wichtigsten Länder dieser Welt. Sie haben auf dem Zettel mehr Straßen, 80% mehr Autos auf der Autobahn. Sie wollen keine sichere Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs gewähren. Noch immer hängen die Länder in der Luft, was die Regionalisierungsmittel angeht. Ich war im Sommer in vielen Städten und wir haben über den öffentlichen Nahverkehr geredet. Dort gibt es große Unsicherheit, wie es weitergehen soll. Sie stellen sich hin und behaupten, was Sie hier vorlegen, sei intelligent und modern.
Ich kann es nicht erkennen. Ich habe die Sommerpause zum Lesen genutzt. Sie haben die Sommerpause dazu genutzt, neue Straßenprojekte zu eröffnen. Ich habe sie zum Lesen genutzt, hätte ich Ihnen auch empfehlen können. Zum Beispiel in der schönen Zeitschrift Das Parlament war ein Artikel Mitte Juli zu lesen mit der großen Überschrift Falsche Anreize im Verkehr. Und dort wird sehr gut dargestellt, was übrigens im Sommer auch ganz intensiv vom Umweltbundesamt dargestellt wurde, wie mit Subventionen in den Flugverkehr, in den Lkw-Verkehr systematisch dafür gesorgt wird, dass die CO2-Emissionen, also die Klimaschäden, die aus dem Verkehr resultieren, immer weiter steigen. Und es wird auch dargestellt, wie notwendig es ist, an diesen Stellschrauben etwas zu ändern, die grundlegende Richtung zu verändern, damit wir eine umweltverträgliche Mobilität entwickeln können. Und das wäre das, was eigentlich modern ist. Das sehen übrigens auch die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land so. Das ist keine avantgardistische Position. Es hat in diesem Jahr vom Umweltministerium ja diese große Studie gegeben über Umweltbewusstsein in Deutschland. Darin sagen 2/3 der Befragten, dass ein hinreichender Umwelt- und Klimaschutz eine grundlegende Bedingung dafür ist, dass die Zukunftsaufgaben wie zum Beispiel die Globalisierung gemeistert werden können. Und wenn man sich anschaut, wie durch den Zuzug von geflüchteten Menschen in diesen Monaten die Welt in Deutschland ankommt, ist auch klar, dass wir uns vor den großen Fragen, die die Veränderung der Welt aufwirft, nicht einfach verschließen können. Jetzt sind es vor allen Dingen Kriege und Krisen. Es sind aber auch Kriege und Krisen, die sich um die Ressourcen drehen, um das Erdöl, um die seltenen Erze. Und wenn man aus dieser Falle heraus will, dann muss man auf Ressourcenschonung gehen, auf das neue Mehr, das weniger bedeutet. Und es werden in Zukunft viel mehr Menschen fliehen, weil sich die klimatischen Verhältnisse verändern. Die Klimaflüchtlingswelle wird die nächste große Welle sein, und das wissen die Menschen. Es gibt ein Ergebnis in dieser Studie, das ich besonders interessant finde. Die Politik wird aufgefordert, sozial-ökologische Umbaukonzepte zu entwickeln. Und zum Beispiel wird dort gesagt, innovative Konzepte, die geeignet sind, einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz zu leisten und gleichzeitig zu einer besseren Lebensqualität. So betrachtet eine große Mehrheit von 82% eine Abkehr vom Autoverkehr und Hinwendung zum öffentlichen Nahverkehr sowie zum Fahrradverkehr und zu kurzen Fußwegen als einen positiven Beitrag zur Lebensqualität. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie hier machen. Und ich finde, die 82% der Bevölkerung haben Recht, und wir fordern, dass ein solcher Weg eingeschlagen wird. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen und auf die sehr aktuelle Situation der Geflüchteten hier in diesem Land eingehen. Wir haben die verrückte Tatsache, dass die Menschen, die hier meistens mit fast nichts ankommen, für jede Bewegung, die sie in der Stadt nicht zu Fuß machen könnten, sondern mit der S-Bahn, mit der U-Bahn, mit dem Bus, ein Normalticket lösen müssen. In Berlin sind es mindestens 2,25 Euro. In der Flüchtlingsinitiative, in der ich mitwirke, wird ein Großteil der Spendengelder dafür verwendet, den Flüchtlingen Bahntickets oder ÖPNV-Tickets zu geben. Jetzt gibt es eine tolle Initiative der Kolleginnen und Kollegen der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft hier aus Berlin, die sagen, die Bahn soll doch mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist der größte öffentliche Betrieb, den wir haben. Und man könnte ein A- und O-Ticket ausgeben, ankommen und orientieren und damit diesen Menschen die Möglichkeit geben, kostenlos mit dem ÖPNV zu fahren, ohne sich strafbar zu machen. Das finden wir eine sehr gute Idee, zumindest als eine
einen kleinen Beitrag dazu, wirklich Mobilität für alle sicherzustellen. Ich finde auch, dass darüber hinaus die Bahn von ihrem Eigentümer dazu animiert werden sollte, über Liegenschaften genau nachzudenken. Es gibt viele leerstehende Gebäude, die genutzt werden könnten. Und in diesem Sinne wünsche ich mir sehr, 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 dass zwar die Sommerlochaktivitäten des Ministers in die falsche Richtung gegangen sind, aber jetzt, wo der Parlamentsbetrieb und der politische Betrieb wieder richtig losgeht, dass Sie solche Initiativen ergreifen und damit einen Beitrag zur Verbesserung dieser Gesellschaft leisten. Danke. Sabine Leidig, die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, mit ihrem Beitrag in der Debatte über den Etat des Verkehrsministeriums. Nächste Rednerin Bettina Hagedorn für die SPD. Sie ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, es ist eigentlich eine Freude, Herr Minister, einen solchen Etat hier in der ersten Lesung vorstellen zu dürfen. Und es ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Anstrengungen in der Großen Koalition, auch mit Herrn Schäuble und auch mit uns Haushältern, die es wirklich ermöglichen, das Geld bereitzustellen, was dringend und längst erforderlich ist in Deutschland, und das auch nachhaltig zu finanzieren. Und ich bin froh, dass wir mit dieser guten Erkenntnis in diese Haushaltsberatung starten können. Ich will die Zahlen, die hier schon ausreichend dargestellt worden sind, nur noch einmal kurz zusammengefasst darstellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schon in diesem Haushaltsjahr 2015 haben wir enorm viel mehr Investitionen bereitgestellt in Ihrem Hause, als das bisher der Fall war. Und wir schaffen es jetzt mit dem 2016er Haushalt, eine Aufstockung um über 2 Milliarden hinzukriegen. Und wer sagt, wo sind die nur, dem sei gesagt, die stehen nicht alle in ihrem Etat, die stehen zu einem großen Teil auch im Einzelplan 60. Da sind nämlich das 10-Milliarden-Euro-Paket dargestellt. Aber über 1,3 Milliarden Euro aus diesem 10-Milliarden-Euro-Paket, die fließen schon 2016. Und darauf können wir gemeinsam stolz sein. Was hier noch nicht erwähnt worden ist, ist, wir haben auch im Juli den Zuschlag bekommen aus Brüssel, dass wir 1,7 Milliarden Euro aus CEF-Mitteln, überwiegend für Bahnprojekte in Deutschland, die von europäischer Bedeutung sind, erhalten werden. Und das bedeutet, ja, das ist ein Applaus wert, und das bedeutet, weil die nicht im Haushalt dargestellt sind, dass wir in den nächsten Jahren 1,7 Milliarden Euro, die wir schon zur Verfügung gestellt haben, jetzt frei haben, um weiter im Bereich Schiene und Wasserstraßen zu investieren. Das heißt, wir haben das geschafft, was uns die Bodewig und die Dehre-Kommission ins Stammbuch geschrieben haben, zu Recht, auch dank der Aufstockung der Mautmittel, der Lkw-Mautmittel wohlgemerkt, auf jetzt 4,6 Milliarden Euro in diesem Jahr, die wir zu 100% für die Investitionen zur Verfügung stellen. Und die, ja, das haben wir uns vorgenommen, ab 2018 sogar noch mal um 2 Milliarden Euro steigen sollen, wenn wir die Lkw-Maut nämlich auf alle Bundesfernstraßen ausweiten. Damit stabilisieren wir diesen Verkehrsetat wirklich nachhaltig und sind in der Lage, die Schularbeiten richtig grundsolide endlich zu machen. Das einzige Nadelöhr, was wir wirklich haben, ist also nicht fehlendes Geld. Damit will ich auch ausdrücklich sagen, das, was wir im Moment nicht wirklich brauchen, ist privates Geld, weil wir sind in der Lage, genug öffentliches Geld bereitzustellen. Und darauf bin ich auch stolz. Privates brauchen wir im Moment nicht, aber wir haben einen enormen Fachkräftemangel. Und der, lieber Kollege Fartz, wird durch das, was Sie hier skizziert haben, auch nicht wirklich behoben. Ich muss Ihnen sagen, ich finde es ein bisschen bedauerlich. Sie haben ein sehr sensibles Thema angeschnitten, hier auf eine Art und Weise, dass es mich als Koalitionspartner wirklich reizt. Ich muss etwas dazu sagen, was ich sonst nicht getan hätte. Ich finde, Sie haben hier in ein laufendes Verfahren mit einer massiven Stellungnahme eingegriffen, nämlich zum Thema Bundesfernstraßenverwaltung und Konzentration. Dieses
Dieses Thema ist noch längst nicht ausgesungen. Und die von Ihnen genannte Grundgesetzänderung, die Sie anstreben, die viele für erforderlich halten, die kann es nur geben, wenn wir bei diesem Thema beieinander bleiben in diesem Haus. Denn eine Grundgesetzänderung, bitte vergessen Sie das nicht, erreichen wir niemals mit Ideologisierung, sondern nur mit breiter Zustimmung im Bundestag und im Bundesrat. Und vor diesem Hintergrund will ich Ihnen sagen, es gibt viele Vorschläge zu diesem Thema, die es wert sind, gelesen zu werden. Der Bundesrechnungshof hat im April auf Wunsch der Rechnungsprüfungsausschussmitglieder dazu Bemerkenswertes aufgeschrieben. Wir sind für eine Reform, ja. Wir sind nicht mit dem Status quo zufrieden, ja. Entflechtung der Zuständigkeiten kann enorme Effizienzgewinne bringen, schreibt der Bundesrechnungshof. Dass der Bund das Geld gibt und die Länder es ausgeben, das ist nicht wirklich das, was sich der Bundesrechnungshof wünscht. Aber der Hof sagt auch, nicht eine Mammutbehörde, damit haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht, keine sinnlose Zentralisierung, sondern eine klare Verteilung zwischen Bund und Ländern, die man neu stricken muss. Da mag es dann Zuständigkeiten auf Bundesebene geben für die Autobahn oder ein von nationalem Interesse gekennzeichnetes Netz. Aber dann muss es auch darum gehen, Aufgaben an die Länder zu geben und dort Geld und Planung in einer Hand zusammenzuführen. Nur so können wir Effizienz erzielen. Und dazu müssen wir mit den Ländern reden. Und Sie wissen, Herr Kollege Fahrts, dass die Länderverkehrsminister Herrn Bodewig erneut beauftragt haben, für Sie zu diesem hier etwas zu erarbeiten. Der hat erst gerade die Arbeit aufgenommen, den Auftrag hat er im Juli gekriegt. Und wer wirklich etwas verändern will in Deutschland, der wartet jetzt mal auf die Ergebnisse. Und dann schauen wir mal. Und dann müssen wir natürlich mit den Ländern reden. Und ich bin bei Ihnen, dass wir etwas ändern wollen. Aber bitte nicht, indem man Porzellan zerschlägt, hier an dieser Stelle. Und ich habe schon gesagt, das wirkliche Nadelöhr, Herr Dobrindt, das sind die Planungskapazitäten überall. Das gilt übrigens für Straße, Schiene, Wasserwege. Wir planen ja im Moment in Deutschland auch noch, by the way, die 380 kV-Trassen. Für all diese Planungsvorhaben wird exakt das gleiche Planungspersonal gebunden, auch gerade in den Ländern. Und da muss man mal sagen, das gehört zur Wahrheit dazu, es war eben falsch, in den letzten 10 Jahren in der ganzen Bundesrepublik hier massiv das Personal einzusparen. Und wir Sozialdemokraten haben da teilweise unter großen Sparzwängen leider mitgemacht. Aber ich muss schon sagen, dass dieser Ruf nach Privatisierung und nach einer Entkräftung der öffentlichen Hand maßgeblich von Ihnen mit Ihrem damaligen Koalitionspartner der FDP vorangetrieben worden ist. Und ich finde, das muss man hier einmal sagen, wir müssen da umsteuern. Wir müssen die öffentliche Hand wieder stärker machen. Wir brauchen gutes Personal. Das müssen wir auch erstmal anwerben, denn diese Fachkräfte im Bereich Ingenieurswesen, technische Berufe, die werden auch von der Wirtschaft gebraucht. Auch die DEGIS im Übrigen hat durchaus schon ein paar Probleme, die guten Leute noch zu kriegen. Und sie werden vor allen Dingen hoch bezahlt. Das heißt, das haben wir schon als Haushälter hier erkannt. Wir haben nämlich im letzten Jahr schon gemeinsam einen Maßgabebeschluss gefasst, der Sie, Herr Dobrindt, bittet, eine außertarifliche Bezahlung für technisches Personal in unserer eigenen Bundesbehörde, das ist die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, zu ermöglichen, weil wir sehen, dass wir die Bauvorhaben, die da erforderlich sind, auch bei den Wasserstraßen, dass wir die überhaupt nicht realisiert kriegen, wenn wir da nichts tun. Wir haben Personal, 85 Stellen geschaffen für Ingenieure und für technisches Personal, und zwar in der Fläche und nicht in Bonn. Aber Herr Minister, ich muss schon sagen, und es gibt ja den Wasser- und den BSV-Fortschrittsbericht, der noch in den Gremien diskutiert werden wird, auch im Rechnungsprüfungsausschuss, und den sehe ich sehr kritisch, weil an dieser Stelle haben Sie leider nichts und vor allen Dingen nicht zügig genug gemacht. Und da muss ich sagen, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Sie schreiben allen Verkehrsministern im Moment gerne in den A-Ländern ins Stammbuch, dass sie nicht genug Planungsvorräte haben.
Herr Minister, die Wahrheit ist, dass viele Mittel für Wasserstraßen und Schleusen in den letzten Jahren von Ihrem Haus für Straßen ausgegeben worden sind, weil Sie nicht in der Lage waren, es für Wasserstraßen auszugeben. Und an dieser Stelle wünsche ich mir noch mehr Ehrgeiz, noch mehr Konsequenz. Die Wasserstraßen, die werden wir im Auge behalten, weil auch sie sind wichtig für die Daseinsvorsorge und auch sie holen Güter von der Straße auf die Wasserwege. Das ist mal ein Ziel, Herr Minister, das wir gemeinsam anpacken wollen. Danke. Und nun hat das Wort die Kollegin Valerie Wilms für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, tja, aus diesem Verkehrsetat kann man nur einen einzigen Schluss ziehen. Der zuständige Minister ist überfordert. Je länger er überfordert ist, desto mehr rüstet er verbal auf, drischt auf die Grünen ein, auf unseren guten Verkehrsminister Winne Herrmann in Baden-Württemberg. Was anderes fällt ihm nicht ein. Herr Dobrindt redet viel von Bürgerbeteiligung und Modernisierung, aber viel mehr als diese Schönfärberei auf Ihre Bürgerbeteiligung beim Bundesverkehrswegeplan bin ich gespannt, denn im Dezember soll noch der Kabinettsbeschluss stehen. Also irgendwie klappt das nicht so ganz, Bürgerbeteiligung innerhalb von einigen wenigen Wochen abzuarbeiten. Mehr haben Sie wirklich nicht zu bieten als Schönfärberei. So, jetzt schauen wir uns mal Ihren Verkehrsetat in den Details an. Sie reden gerne von Erhalt von Neubau. Das haben Sie heute auch mal wieder gemacht. Das ist und bleibt bei Ihnen aber nichts als eine Floskel. In der Realität steigen die Neubaumittel für Straßen doppelt so stark an wie die Gelder für den Erhalt. Da wird nicht umgesteuert. Es geht einfach so weiter wie bisher. Unsere Straßen und Brücken werden also weiter bröckeln, während Millionen in bayerischen Umgehungsstraßen mit nur lokaler Bedeutung versenkt werden. Ist es Ihnen nicht wenigstens ein bisschen peinlich, dass Geld für die teuerste Umgehungsstraße Bayerns ausgerechnet in Ihren Wahlkreis zu lenken? Da irgendwie heißt das Ding Oberau, ne? Sie greifen dreist in die Kasse, wenn es der politischen Landschaftspflege dient. Das finde ich absolut unverschämt. Aber es kommt noch schlimmer. Erst heben Sie die Umgehung Oberau in den Haushalt. Kaum steht sie da drin. Kaum steht sie da drin, wird es 18% teurer. Innerhalb von einem Jahr kostet es plötzlich stattliche 31 Millionen Euro mehr. Das nenne ich Selbstbedienung. Gleichzeitig zeigen Sie Ihre völlige Überforderung bei den entscheidenden Fragen in der Verkehrspolitik. Eines ist inzwischen unbestritten. Wir müssen mehr Verkehr auf umweltfreundliche Verkehrsmittel verlagern. Jeder sieht doch, was für Lkw-Lawinen auf unseren Autobahnen unterwegs sind. Da ist längst die Schmerzgrenze erreicht. Es muss umgesteuert werden, aber Sie haben kein Konzept, geschweige denn eine Lösung. Fehlanzeige. Wir warten auf Vorschläge, aber dafür müssen Sie sich mit etwas anderem als Ihrer CSU-Maut zur Diskriminierung der Ausländer beschäftigen und auch nicht nur mit Ortsumgehung in Bayern. Sie sollten endlich verstehen, dass Sie seit bald 2 Jahren Bundesverkehrsminister sind. Also nicht nur für das bayerische Wohlergehen zu sorgen haben, sondern für das Wohlergehen der Menschen in dieser Bundesrepublik Deutschland, in Europa. Das haben Sie scheinbar absolut verdrängt. Nehmen Sie dafür wirklich die Verantwortung endlich mal wahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen wir uns doch einmal an, wie es wirklich aussieht. Die umweltfreundlichen Verkehrsmittel geraten immer mehr unter Druck. Die Bahn schafft es nicht, die Mittel zu verbauen. Viele wichtige Projekte für umweltfreundliche Transporte kommen nicht voran. Auch bei den Wasserstraßen ist das so. Kollegin Hagedorn hat da ja eben schon mal so gewisse Ansätze gezeigt. Ne? Da kann man nicht behaupten, das ist dann nur für die Schleswig-Holstein, aber ganz so ist es nicht. Nur ein Viertel der Mittel wurden bei den Wasserstraßen tatsächlich genutzt. Und
Da können Sie nicht auf die Auftragsverwaltung der Länder schimpfen, Herr Minister. Da hilft es doch nicht, in irgendwelchen Unterlagen zu blättern. Das ist Ihre Aufgabe, die Sie nicht erfüllen. Ein einziges Desaster ist auch der kombinierte Verkehr. Nur ein knappes Fünftel der Mittel konnte tatsächlich genutzt werden. Seit Jahren klappt es nicht mit der Verlagerung auf die Schiene. Und was machen Sie? Schauen sich das Achselzucken von der Seitenlinie aus an. Dem Verkehrsminister ist die Erfolglosigkeit der eigenen Förderprogramme offensichtlich ganz egal. Wenigstens das Finanzministerium, Herr Kollege Spahn, da könnten Sie jetzt ja mal rangehen, ist aufgewacht und prüft, was man hier verändern muss. Da wird es auch wirklich allerhöchste Zeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Minister müsste ein paar grundsätzliche Vorschläge machen, wie die Probleme zu lösen sind. Mit Geld allein wird das nicht funktionieren. Sie müssen jetzt schon ran an die Strukturen. Dazu müssen Sie jetzt in die Vollen gehen und nicht Ihr Ministerium mit der Pkw-Maut beschäftigen. Aber da habe ich meine Zweifel. Mit der gescheiterten Maut haben Sie Ihr ganzes Pulver verschossen. Es sieht so aus, als ob Ihnen für die wirklichen Probleme jetzt die Kraft fehlt. Der Verkehrsetat vergibt die meisten Mittel, um unser Land mit Investitionen zu gestalten. Aber Sie missbrauchen ihn, um sich selbst und Ihre Günstlinge zu beglücken. Einen solchen Verkehrsminister hat unser Land nicht verdient. Herzlichen Dank. Das Wort hat nun der Kollege Reinhold Sendker, der das vermutlich sofort richtigstellen wird für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich darf Ihnen antworten, Frau Kollegin, unser Land hat auch eine bessere Opposition verdient. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, beim Erhalt und beim Ausbau unserer Verkehrsinfrastruktur stehen wir vor gewaltigen Aufgaben, das ist heute schon betont worden. Ich nenne vor allem die Brückensanierungsarbeiten überall in Deutschland mit einem Schwerpunkt mittlerweile in Nordrhein-Westfalen. Das ist, weiß Gott, nicht neu. Neu ist unsere Haushaltsplandebatte, die Wortschöpfung Investitionshochlauf. Dass wir nun endlich mehr Geld haben für die Investitionen in Straße, Schiene und Bundeswasserwege. Und verehrter Herr Kollege Klaus von der Fraktion Die Linke, hier ist das Geld nicht in schlechten Händen, hier ist das Geld in sehr guten Händen. Und gerade der Verkehrsetat, meine Damen und Herren, sorgt für Prosperität in der Volkswirtschaft, sorgt für Arbeit, sorgt für Wachstum und sorgt im Ergebnis für Wohlstand. Und das muss unser Ziel sein als Parlamentarier. Ja, ich glaube das, und ich sage Ihnen auch gleich die Zahlen. Wir werden jetzt in dem nächsten Haushaltsjahr 2016 1,5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben. Der Minister hat es gesagt, dann im 2018 einen weiteren Anstieg auf 14 Milliarden. Und wenn man mal zurückdenkt an den Anfang der 17. Wahlperiode, der letzten, da lagen wir bei 50% weniger. Und da muss ich Ihnen sehr deutlich sagen, über die Jahre gesehen ist das ein klarer Erfolg der Arbeit unserer Großen Koalition. Und das muss einmal gesagt werden, und ganz besonders unseres Ministers Alexander Dobrindt. Für 2019 sind weniger Investitionsmittel eingestellt, das ist aber keineswegs ein Rückfall. Denn durch die Umsetzung unserer Koalitionsbeschlüsse zur Lkw-Maut auf den Bundesstraßen kann der Bund dann über 2 Milliarden Euro zusätzlich Mittel generieren. Und die sind im Finanzplan noch nicht angesetzt. Der Investitionshochlauf geht also über die Jahre weiter. Wir können in den nächsten Jahren das von Professor Bodewig und Dr. Dehre aufgezeichnete Delta der Unterfinanzierung schließen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist dann auch ein erfolgreicher Abschluss unserer Arbeit in der Koalition und macht Hoffnung auf die Fortsetzung einer guten Politik. Entscheidend bleibt aber, dass vor allem mit Blick auf die Zukunftsinvestitionen des Bundes für die Jahre 16, 17 und 18, und das muss jetzt auch mal tatsächlich gesagt werden, mehr investiert wird. Und da müssen wir die Bundesländer bitten, ihre Planungen voranzutreiben, die Baureife herzustellen, kurz um die Hausaufgaben zu machen. Und was die Grünen uns eben gesagt haben, dabei lassen wir auch die Umgehungsstraßen im ländlichen Raum, die bitter notwendig sind, von Ihnen nicht diskreditieren in dieser Debatte. Das eine, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Debatte sind Feststellungen auf dem Bundeshaushalt.
die eine verbesserte Finanzausstattung, das andere. Meine Damen und Herren, wir haben in den beiden Jahren als Koalition schon viel erreicht. So haben wir als Koalition die überjährige Verfügbarkeit der Verkehrsinvestitionsmittel durchgesetzt. Meine Damen und Herren, ganz im Sinne einer effizienten Verwendung der Gelder für unsere Verkehrsträger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für diese Praxis haben wir lange gekämpft. Das ist ein echter Fortschritt und die sollten wir auch konsequent daran festhalten. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat zudem beschlossen, 2016 sämtliche Maut- und auch Steuermittel für den Bundesfernstraßenausbau durch die Verkehrsinfrastrukturgesellschaft, unsere FIF, zu bewirtschaften. Ich nenne das ein starkes Signal für mehr Effizienz und Transparenz mit Vorteilen für alle, vor allem fürs Parlament. Es muss einmal gesagt werden, dass die bundeseigene Verkehrsinfrastrukturgesellschaft mit verhältnismäßig wenig Personal eine ganz hervorragende Arbeit leistet. Nun zu den dringenden Erhaltungsinvestitionen. Für die Modernisierung unseres Schienennetzes stehen in diesem und in den nächsten Jahren sage und schreibe 28 Milliarden zur Verfügung, 20 Milliarden vom Bund, 8 Milliarden durch Eigenmittel der Bahn AG. Also ein absolutes Rekordniveau durch die Fortsetzung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Schiene. Und damit können in den nächsten Jahren 875 Brücken voll oder teilerneuert werden. Ich nenne das eine gute Grundlage für die Zukunftsfähigkeit des Systems Schiene. Wir alle wissen, dass darüber hinaus die Bahn AG auch Nutzungsgelder, Entgelder generiert. Und ich stelle fest, insgesamt gesehen ist das, weiß Gott, eine starke Finanzausstattung angesichts der Zielsetzung, hochleistungsfähige Mobilitätsnetze zu erhalten. Für die dringende Brückenerneuerung beim Verkehrsträger Straße stehen uns in den nächsten Jahren 2,3 Milliarden zur Verfügung. Bei den mit Blick auf die 50.000 Brückenbauwerte in der Baulast des Bundes müssen wir aber auch die Bitte äußern. Ich bedanke mich, Herr Minister, für Ihre Zusage, die Sie heute Morgen hier unüberhörbar gesagt haben, dass die Erhaltungsmittel bei Bedarf weiter zu erhöhen sind. Denn Erhalt und Instandsetzung dieser Anlagen hat für uns und muss für uns oberste Priorität haben. Und Frau Kollegin Wilms, zu den Zahlen. Sie haben gesagt, mehr Neubau als Erhalt. Die richtigen Zahlen, da bitte ich Sie, doch dabei zu bleiben. Im Bedarfsplan 2015, das sind die, die wir jetzt im Verfügungsrahmen haben, haben wir 1,2 Milliarden für den Ausbau und fast 2,9 Milliarden für den Erhalt. Nach Adam Riese ist das 70-30. Klare Priorität, Erhalt vor Neubau. Auch die klare Perspektive unseres Ministers für die neue Generation von ÖPP-Projekten bedeutet im Ergebnis mehr Qualität und mehr Leistungsfähigkeit bei Bundesfernstraßen, setzt gleichzeitig auch Wachstumsimpulse. Sie haben eben, Herr Kollege Kindler, von den Vergütungsmechanismen gesprochen, die verbessert worden sind. Was der Bundesrechnungshof zu der Veränderung, Verkehrsmengenprognose früher, heute Verfügbarkeit der Konzessionsstrecken, tatsächlich gesagt haben, Herr Präsident, würde ich gerne zitieren, Zitat, dadurch erhöht sich die Validität der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Ich sage, genau das wollen wir. Und auch der verbesserte Leitfaden zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, den wir gefordert haben, er liegt mittlerweile vor. In unserem Koalitionsvertrag haben wir weiter vereinbart, ÖPP mittelstandsfreundlicher zu gestalten. Der sehr geschätzte Kollege Sebastian Hartmann und ich sind federführend dabei, gemeinsam diese Zielsetzung auch zu erarbeiten. Wer aber öffentlich-private Partnerschaft grundsätzlich ablehnt, der möge sich doch mal mit der Frage beschäftigen, verehrte Kollegen der Grünen Fraktion, was wäre denn ohne den Ausbau von Fernstraßenprojekten durch ÖPP bzw. das, was im Bau ist? Auf der Straßenkarte für Deutschland wäre erkennbar deutlich mehr Stau, deutlich mehr Engpass und deutlich mehr volkswirtschaftlicher Schaden. Wenn man einmal daran denkt, dass die Landesverwaltungen ja zu wenig Planungsressourcen haben und Politik beginnt ja bekanntlich mit der Wahrnehmung der Realität, dann muss ich fragen, wollen wir denn unsere Menschen tatsächlich 10 Jahre länger im Stau stehen lassen? Deswegen sage ich, ÖPP war und bleibt, weil die Prüfung von ÖPP für uns richtig und absolut zielführend unverzichtbar. Bei den Themen Lärmschutz und Straßenschiene sowie beim NIP, dem Nationalen Investitionsprogramm, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und anderen innovativen Projekten kann unsere Koalition zur Halbzeit feststellen,
dass sie investiv gut unterwegs ist. Herr Kollege Sendker, darf die Kollegin Hagedorn noch eine Zwischenfrage stellen? Sehr geschätzter Kollege Sendker, Sie haben gerade eben einige Behauptungen zur ÖPP aufgestellt, über die es in diesem Hause durchaus geteilte Auffassungen gibt. Und vor dem Hintergrund möchte ich Ihnen sagen, dass ich mit Ihrem Kollegen Norbert Brackmann in diesem Sommer bei der ASFINAG in Österreich war. Es waren auch andere Kollegen dabei. Und die ASFINAG ist ja auch von Ihrem Kollegen Fahrz hier vorhin so als vorbildlich gelobt worden, dass es da manches gibt, wovon wir lernen können. Das sehe ich übrigens genauso. Fakt ist aber, dass die ASFINAG sich von PPP-Projekten nicht nur verabschiedet hat, sondern außer einem einzigen Projekt haben sie es nie gemacht. Und wir haben auch die Aussage der ASFINAG gehabt, dass sie das nicht vorhaben und dass sie von PPP nichts halten. Und vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen sagen, dass wir als Rechnungsprüfungsausschuss dem Minister und dem Bundesrechnungshof gebeten haben, bis Ende dieses Jahres gemeinsam festzustellen, wie man eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung so machen kann, dass es das Haus und der Bundesrechnungshof auch attestiert, dass es in Ordnung ist und geeignet ist für PPP-Projekte, weil wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, dass wir nur dann PPP-Projekte machen wollen, wenn sie sich als wirtschaftlicher erwiesen haben. Und diesen Beweis, den sind Sie im Moment noch nicht in der Lage zu führen. Und ich finde es nicht respektvoll von Ihnen, wenn Sie nicht abwarten, bis diese Untersuchungen abgeschlossen sind. Sehr verehrte Kollegin Hagedorn, Sie wissen, dass wir in Deutschland sehr positive Erfahrungen mit den ÖPP-Projekten, die abgeschlossen sind bzw. sich im Bau befinden, gemacht haben. Das betrifft zunächst einmal, dass die Projekte eine sehr gute Qualität haben. Da frage ich, was ist kritikwürdig? Das betrifft zweitens die Perspektive, dass sie alle vorzeitig abgeschlossen worden sind, mit teilweise 10 Jahre eher als Bauverwaltung. Das betrifft die Perspektive, dass die Landesverwaltung teilweise Ressourcen gar nicht stellen, wir gar nicht bauen könnten. Und im allerletzten muss ich Ihnen sagen, ich habe eben davon gesprochen, was hier ausgebaut worden ist, nämlich mittlerweile 700 Kilometer in Europa im Bau befindlich, Betrieb, Unterhaltung und Neubau. Alles das hätten wir nicht ohne ÖPP. Und der letzte Vorwurf, der kam ja von Herrn Kindler, den darf ich in Ihrer Beantwortung Ihrer Fragen mit eingießen, oder von Frau Kollegin Dr. Wilms. Es sei mehr ausgegeben worden. In der Ist-Berechnung des Ministeriums haben wir tatsächlich ganze 7 Millionen mehr und nicht 1,4 oder 1,9 Milliarden. 1,4 ist ja zurückgeführt worden auf die Verkehrsmengenberechnung. Und da hat der Bundesrechnungshof, da sollten Sie mal genau hinschauen, Frau Kollegin, sehr deutlich gesagt, das Ministerium läge schief. Wir stellen heute fest, die Verkehrsmengenprognose war absolut richtig und damit auch die Ist-Werte, und gewöhnen sich daran, mal Ihre ideologische Sicht ein klein wenig an die Seite zu rücken und im allerletzten den Blick freizukriegen, verehrte Kollegen der Grünen, im allerletzten den Blick freizukriegen für realistische Sicht und eine richtige Bewertung von öffentlich-privater Partnerschaft, die uns in diesen Jahren deutlich weiterbringt. Ja, ich komme zurück zum NIP, dem Nationalen Investitionsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Hier geht es uns um die Marktvorbereitung neuer Technologien zu beschleunigen. Und daran müssen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Interesse deutscher Wettbewerbsfähigkeit konsequent festhalten. Herr Präsident, ich komme zum Ende. Die Verkehrspolitik in Deutschland ist weder Hochstapelei durch diese Regierung und auf der anderen Seite auch ganz bestimmt kein Stillstand, sondern ein Investitionshochlauf, wie wir ihn im Bundeshaushalt in diesem Etatbereich noch nicht erlebt haben. Und was wir im Zusammenhang mit der Zukunftsfähigkeit unserer Verkehrsanlagen bereits erreichen konnten, zeigt, dass die Koalition richtig gut unterwegs ist. Ich freue mich daher auf die Ausschussberatungen und danke Ihnen für Ihre Frage und für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Reinhold Sendker für die Unionsfraktion. Und wir haben eine Zwischenfrage von Bettina Hagedorn aus der SPD-Fraktion gemerkt. Uneinigkeit in der Großen Koalition in der Frage PPP oder wie es auch hin und wieder heißt, ÖPP. Das ist also die Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Geldgebern, beispielsweise im Straßenbau. Jetzt Martin Dörmann für die SPD-Fraktion. Auch er ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Eine Versorgung von mindestens 50 Megabit pro Sekunde erhalten. Ich will daran erinnern, zu Beginn dieser Legislaturperiode lag diese Zahl nicht bei 100, sie lag bei 60%. Inzwischen nähern wir uns den 70.
Doch wir alle wissen, die letzten 30% sind eben die teuersten. Die dort bestehenden Wirtschaftlichkeitslücken für Unternehmen wollen wir schließen und zusätzliche Investitionsanreize setzen. Zentraler Baustein unseres Maßnahmenpaketes ist das neue Förderprogramm des Bundes, das in Kürze vom Kabinett verabschiedet werden soll. Und ich will auch daran erinnern, für Breitbandförderung gab es unter der schwarz-gelben Koalition, nämlich der Vorgängerregierung, lediglich einen geringen zweistelligen Millionenbetrag. Nun stehen alleine im Bundeshaushalt über 2 Milliarden Euro zur Verfügung, die ab 2016 in eine zeitgemäße und zukunftsfähige digitale Infrastruktur investiert werden können. Und ich will mal an die Kollegen Kindler und Klaus von der Opposition sagen, das sollte eigentlich auch eine Opposition mal anerkennen. Und vor allen Dingen in Ihren Reden machen Sie einen Gedankenfehler, bevor dann die Kollegin Rösner gleich sicher auch noch eine weitere Frage stellen kann. Sie reduzieren nämlich den Breitbandausbau alleine auf die Bundesmittel. Wir haben aber auch noch mal mehrere Milliarden Euro in den Landeshaushalten, sodass zwischen 4 und 5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Herr Kollege Dörmann, ja, darf die Kollegin Rösner sofort, eine sofort. Und dazu kommt ja noch, dass mit diesen Milliarden zusätzliche private Investitionen in Milliardenhöhe angeregt werden sollen. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass unabhängig davon die Unternehmen die Netze modernisieren und dass wir es hinbekommen haben, dass jetzt auch ein LTE-Ausbau beinahe flächendeckend passiert, dann haben wir insgesamt einen zweistelligen Milliardenbetrag, der in den Netzausbau geht. Und jetzt bitte schön. Gerne die Zwischenfrage das, von Kollegen. Ich mache allerdings schon darauf aufmerksam, dass dann auch die letzte, die ich in diesem, zu diesem Tagesordnungspunkt zulassen möchte. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Kollege Dörmann. Sie haben eben angemahnt, dass die Opposition eine ordentliche Politik machen soll und sich kritisch und richtig mit Ihnen auseinandersetzen soll. Das würden wir ja gerne tun, wenn wir zum Beispiel mal endlich das Förderprogramm für den digitalen Infrastrukturausbau bekommen würden. Die Kriterien sind überhaupt nicht klar. Und genau davon hängt es doch ab, ob es eine Zukunftsfähigkeit gibt oder nicht. Deshalb würde es mich interessieren, ob Sie uns die Kriterien hier heute darlegen können. Ja, ich bedanke mich, Frau Kollegin Rösner, für die Zwischenfrage. Herr Dobrindt hat ja mehrfach bekundet, dass nun die Rahmenbedingungen dafür da sind, dass wir auch tatsächlich unsere Ausbauziele erreichen können. Und in der Tat, ich habe gerade dargestellt, wir haben mehrere Milliarden Euro zur Verfügung, Bund, Länder plus die privaten Investitionen, damit wir wirklich einen Riesensprung machen. Aber ich stimme Ihnen zu, es kommt jetzt darauf an, dass wir die Förderprogramme auch so stricken, dass ein möglichst optimaler Hebeleffekt passieren kann. Und ich darf Ihnen sagen, ich denke mal, das habe ich auch gerade noch mal nachgefragt bei Minister Dobrindt, heute geht genau der Entwurf für diese Förderrichtlinie des Bundes an die Länder. Das heißt, es besteht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die Gelegenheit, das miteinander abzugleichen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dann das, was geplant ist von Seiten der Regierung, dass in Kürze auch ein entsprechender Kabinettsbeschluss herbeigeführt werden kann, passieren wird. Und genau das werden wir jetzt in den nächsten Tagen erleben. Insofern habe ich mir jetzt eine Seite sogar gespart, Frau Kollegin Rösner. Ich will nämlich genau darauf hinweisen, dass es jetzt auf die richtige Ausgestaltung dieser Förderrichtlinie ankommt. Und es erscheint uns dabei wichtig, dass die abschließenden Gespräche mit den Ländern dafür genutzt werden, eine schnelle Umsetzung und eine enge Verzahnung mit den Länderprogrammen sicherzustellen. Es ist gut und richtig, dass ein Scoring-Modell vorgesehen ist, das die Förderung an den von uns vorgesehenen Ausbauzielen orientiert. Gleichzeitig ist natürlich darauf zu achten, dass die Umsetzung von Projekten zügig und unbürokratisch erfolgen kann und dass für die Antragsbearbeitung die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Fördermöglichkeiten sollten so justiert werden, dass sie in den unterschiedlichen Rahmenbedingungen vor Ort auch greifen können, dass also beispielsweise sowohl ein Deckungslückenmodell als auch ein Betreibermodell ermöglicht wird. Und bei der Umsetzung der Breitbandstrategie, und ich glaube, da sind wir uns sowieso einig, kommt den Kommunen eine ganz entscheidende Rolle an. Zu. Denn vor Ort müssen die Investitionsentscheidungen letztendlich in Gang gesetzt werden. Und deshalb begrüßen wir es, dass beabsichtigt ist, möglichst kurzfristig zusätzliche Beratungsmöglichkeiten für Kommunen bereitzustellen, damit die in der Lage sind, auch die Antragsberatung schnell und sorgfältig zu erledigen. Antragserstellung natürlich.
Und ich will besonders hervorheben, dass, soweit ich jedenfalls ahne, was in den Richtlinien steht, unsere Forderung aufgegriffen wurde, dass die Kommunen, die in Finanznöten sind, höhere Förderungen bekommen. Und damit ist sichergestellt, dass beispielsweise auch Kommunen, die in einem Haushaltssanierungskonzept sich befinden, die Möglichkeit erhalten, Breitband auszubauen. Denn wir wollen ja es flächendeckend in alle Kommunen dieser Republik bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, die Koalition hat sich nicht nur ehrgeizige Ziele gesetzt, wir liefern auch. Wir haben in einem Maßnahmenpaket nun die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass schnelles Internet für alle auch tatsächlich verwirklicht werden kann. Vielen Dank. Das Wort erhält der Kollege Norbert Backmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute Morgen den Einzelplan Verkehr und digitale Infrastruktur. Aber das ist ein Teilstück eines Gesamtwerkes. Es ist nämlich ein Teilstück, das diese Regierung dazu bringt, Deutschland ein Stück in die Zukunft zu bringen. Und dazu gehören zwei große Teile. Das eine ist der Bereich Bildung und Forschung, der seit vielen Jahren schon einen überproportionalen Aufwuchs hat. Und wir schaffen es jetzt mit diesem Haushalt und mit dieser Finanzplanung für die nächsten Jahre, auch für den Bereich Infrastruktur, einen genau solchen zukunftsgerichteten Haushalt auf die Beine zu bringen und damit Deutschland fit zu machen. Das ist ein Verdienst dieser Großen Koalition, und das muss, glaube ich, vorweggeschickt werden. Und es geht dabei nicht nur um die einzelnen Verkehrswege, die Schienen mehr zu bauen oder Ähnliches, sondern wir haben den Verkehrsetat kräftig erhöht, 390 Millionen fürs nächste Jahr, aber wir haben auch Schwerpunkte gesetzt. Das Geld, das fließt in die Verbesserung des Lärmschutzes, das fließt in Barrierefreiheit an den einzelnen Stationen und das fließt auch in ein neues Seehafen-Hinterland-Programm. Mensch, was ist das Leben manchmal schwer, aber die Sache ist gut. Und daran sieht man auch, dass wir auch inhaltlich uns weiter bewegen und die Sorgen und Nöte der Menschen hier ernst nehmen. Das Gleiche gilt auch für die Wasserstraßen. Auch hier werden wir 50 Millionen mehr in die Hand nehmen. Wir werden natürlich investieren in den Ausbau, in den Erhalt der Wasserstraßen. Aber wir werden, und das werden die Haushaltsberatungen im Detail zeigen, eben auch daran denken müssen, dass es bei Verkehr und Infrastruktur darum geht, nicht nur in Asphalt, Wege und Deiche zu investieren, sondern auch daran, Zukunftsinnovationen zu machen. Und deswegen wird eine der Herausforderungen sein, dass wir für die Logistik etwas tun und dass wir nach dem Auslaufen des Programms ISETEC 2 dort einen neuen Anlauf machen und für Innovationen sorgen, dass wir für umweltfreundlichere Treibstoffe auf Ostsee und Nordsee sorgen und damit in die LNG-Produktion bzw. Verarbeitung und Nutzung hier einen Akzent setzen. Das werden Schwerpunkte sein in den künftigen Beratungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir werden natürlich auch investieren in die Bundesfernstraßen. Auch hier wird das Geld kräftig nach oben gehen. Und der Verkehrsminister hat ja hier auch schon einen deutlichen Akzent gesetzt. Und ich bin ihm besonders dankbar dafür, dass er am Beispiel der A9 eben auch gezeigt hat, dass es in Wirklichkeit nicht darum geht, die einzelnen Verkehrswege irgendwo aufzubauen, sondern dass er begriffen hat und das auch umsetzt in praktisches Handeln, dass es darum geht, die Arbeit und die Zukunftschancen durch eine Verknüpfung aller Systeme, nicht nur des Transports von Gütern, sondern auch des Transports von Daten, so zu verknüpfen, dass aus unserer Infrastruktur wirklich eine richtige, zukunftsgerichtete, moderne Infrastruktur wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass wir einige Probleme haben. Und auch derer müssen wir uns annehmen. Wir reden heute
über den Haushalt, über das Geld, über die Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen. Wir stellen aber auch fest, dass wir erheblichen Nachholbedarf in einigen Bereichen haben, weil wir das Geld, das wir zur Verfügung stellen, noch nicht einmal ausgeben können. Es mangelt an Projekten. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat für den Bereich der Fernstraßen, das ist eben ja angesprochen worden, wo wir das Problem haben, dass die Landesbauverwaltung nicht in der Lage sind, baureife Projekte uns zu liefern. Und wenn ich daran denke, dass nach der ersten Tranche, die in diesem Jahr vergeben wurden, fast alle Länder ihre kompletten baureifen Projekte finanziert bekommen, dann stelle ich schon einmal vorsorglich die Frage, welche Projekte denn als nächstes kommen sollen. Und wenn wir dann immer hören, den Schrei der Länder nach mehr Geld, aber auf der anderen Seite wir jetzt die Diskussion auch umdrehen und sagen, wir haben das Geld, nun gebt das doch aus, und sie dann carte blanche machen, dann zeigt das, dass hier Defizite auch auf den Ländernseite sind. Und das muss man einmal ganz deutlich adressieren. Und ich habe vorhin nicht ohne Grund den Hinweis gemacht, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Infrastruktur und zwischen Bildung und Forschung. Auch Bildung und Forschung liegt zumindest in der Breite im Aufgabenkreis der Länder. Und auch hier kann man sehen, dass wenn ich über die Verkehrsträger hinweg einmal schaue, wo liegt denn das Problem der Länder? Und wo liegt auch das Problem in den Bereichen, wo wir als Bund verantwortlich sind, Bundeswasserstraßen zum Beispiel? Uns fehlen in Deutschland schlichtweg die Planungskapazitäten, oder ich könnte es noch deutlicher sagen, uns fehlen in Deutschland die Ingenieure. Und wenn ich mir, ja, das Ja hört sich ja gut an, das ist zunächst einmal eine klare Beschreibung. Aber wenn ich mir dann einmal anschaue, was wir denn tun, um diesen Mangel zu beheben, und mir anschaue die Studierendenstatistik für Bauingenieurwesen, dann hatten wir Absolventen für Bauingenieurwesen, Diplom und Bachelor in 2000, 6.399 und haben im Jahr 2013 3.860. Das heißt, wenn wir über einen so langen Zeitraum die Bauingenieure herunterfahren, dann müssen wir uns heute nicht wundern. Und wenn ich dann noch sehe, wenn ich einmal in die einzelnen Universitäten schaue, dass ich in Kiel zum Beispiel Gender Study oder friesische Philologie studieren kann, aber nicht Bauingenieurwesen, dann zeigt das ganz deutlich, wo der Mangel in Deutschland herrscht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen müssen wir uns dort der Zukunft widmen. Deswegen müssen wir begreifen, dass, wenn wir an die Zukunft gehen, es nicht um einzelne Wege geht. Und eigentlich ist schon die Benennung des Ministeriums nicht ganz richtig, weil es nicht darum geht, einzelne Verkehrswege plus digitale Infrastruktur zu machen, sondern wir müssen begreifen, dass es sich hier um ein Infrastrukturministerium handelt, das ein Stück weit unsere Zukunft mitbauen soll, will und muss. Und dafür müssen wir mit diesem Haushalt auch die Grundlagen legen. Und deswegen kommt natürlich auch dem Breitbandausbau eine so besondere Bedeutung zu. Deswegen müssen wir aber auch sehen, wir diskutieren ja sonst in diesen Tagen auch hier bei den einzelnen Einzelplänen natürlich Dinge, die uns im Moment im wahrsten Sinne des Wortes überrennen. Aber wenn wir auch hier einmal ein Stück weit in die Zukunft schauen, dann müssen wir davon ausgehen, dass ein nennenswerter Teil der Flüchtlinge auch in Deutschland bleiben wird, längerfristig oder langfristig. Und wenn wir diese Menschen bei uns erfolgreich integrieren wollen, dann müssen wir ihnen auch Arbeitsplätze bieten, dann müssen wir auch heute die Grundlage dafür legen, dass diese Form der Integration vollenden kann. Und dafür, genau, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auch eine moderne Infrastruktur wichtig. Eine moderne Infrastruktur
ist sicherlich nicht alles. Aber ohne eine moderne Infrastruktur ist alles nichts. Danke. Norbert Brackmann für die Unionsfraktion im Haushaltsausschuss. Und er war der drittletzte Redner in dieser ersten Lesung des Verkehrsetats, also des Etats von Bundesverkehrsminister Dobrindt. Vorletzter Redner Udo Schiefer für die SPD. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute Morgen schon vieles gehört, wie groß und wichtig der Investitionsetat für Verkehr in Deutschland ist. Ich möchte auch gerade noch mal als Berichterstatter für Güterverkehr, Transport und Logistik einen Blick darauf richten, warum wir auf eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur angewiesen sind. Moderne Verkehrsinfrastruktur macht Transportdienstleistungen erst möglich. Transport und Logistik bilden das Rückgrat unserer Industrie, unserer Wirtschaft, unseres täglichen Lebens. Und der jährliche Umsatz der Logistikbranche hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt, auf fast eine Viertelbillion Euro. Und es wird auch weiter so gehen, wenn man den Prognosen glauben kann. Und dennoch, dies muss man feststellen, funktioniert unsere Infrastruktur für alle Verkehrsträger gerade noch so. Wir haben ein großes Straßen- und Schienennetz, viele Kanäle, See- und Binnenhäfen, Flughäfen und Anlagen für den kombinierten Verkehr. Dies ist aber für die Zukunft nicht in Stein gemeißelt, sondern es wird darauf ankommen, dass wir hier dem wachsenden Bedarf in den nächsten Jahren auch richtig begegnen. Dafür haben wir im Koalitionsvertrag die Weichen gestellt, die sich auch in diesem Einzelplan, meine Damen und Herren, wiederfinden. Dem wachsenden Bedarf müssen wir heute begegnen, Brücken- und Schleusensperrungen zum Beispiel, das ist auch schon angesprochen worden, beeinträchtigen den Verkehr schon jetzt enorm. Die Kollegin Hagedorn hat es auf den Bund gebracht. Der Bund muss gerade dort, wo er direkte Verantwortung trägt, diese Verantwortung auch wahrnehmen, damit sanierungsbedürftige Wasserstraßen ganz schnell so saniert werden, dass beispielsweise ein Containerschiff, das 2.500 LKWs ersetzt, diese Fracht von der Straße auf den Wasserweg bringt, meine Damen und Herren. Und generell, damit unsere bestehende Infrastruktur leistungsfähig bleibt, müssen Investitionen gezielt eingesetzt werden. Dort, wo der größte Nutzen und der Bedarf besteht. Und es sei mir erlaubt, als Nordrhein-Westfale auch kritisch anzumerken, dass diesem Ziel noch nicht immer hundertprozentig entsprochen wurde. Da, denke ich, müssen wir auch kräftig nacharbeiten, meine Damen und Herren. Deutschlands wirtschaftliche Zukunft hängt davon ab, dass Logistik- und Verkehrssysteme effizient im umfassenden Sinne werden. Der nächste entscheidende Schlüssel ist dabei die Digitalisierung. Dies wurde auch im Beitrag des Kollegen Dürrmann deutlich. Wenn beispielsweise Hafenkräne Containerzentimeter genau umsetzen, LKW exakt bereitstehen, Waren auf Ladeflächen, ihre Positionen und ihren Zustand weitergeben, Roboterladungen automatisch sortieren, dann hört sich das für einige nach einer Zukunftsmusik an. Andere meinen, so wäre es doch heute bereits. Tatsächlich sind wir aber noch lange nicht an einer optimal verzahnten Produktions- und Logistikkette, die alles synchron laufen lässt. Da sind wir noch weit entfernt. Hier werden wir anpacken mit entscheidenden Maßnahmen und auch weiter in den nächsten Jahren darauf setzen. Denn gerade kleine und mittlere Logistiker müssen darauf erheblich investieren. Und ohne öffentliche Unterstützung ist dies kaum zu schultern. Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen. Und diese Hilfe werden wir geben. Letzter Punkt. Der Kollege Brackmann hat es auch angesprochen. Wir sind angewiesen auf leistungsfähiges Personal, das den Anforderungen der Branche gerecht wird. Logistik schafft und sichert anspruchsvolle Arbeitsplätze. Bei 10% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten in der Logistikbranche etwa 2,8 Millionen Menschen. Fast ein Drittel davon fahren auf unseren Straßen.
Die eigentlichen Stützpfeiler unseres wirtschaftlichen Erfolges sitzen also hinter dem Lenkrad. Anerkennung und Wertschätzung erhalten sie dafür kaum. Im Gegenteil, ihre Arbeit hat ein unberechtigtes, schlechtes Ansehen, wie ich finde. Herr Kollege. Die Branche leidet an Nachwuchsmangel. Deshalb müssen wir vor allen Dingen, und diesmal ein letzter Satz, die Rechte und Möglichkeiten dieser Branche, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, stärken und vor allen Dingen auch das Nomadentum auf den Autobahnen und Rastplätzen Deutschlands beseitigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Udo Schiefner für die SPD-Fraktion. Und aus der SPD-Fraktion kommt auch die letzte Rednerin in dieser Debatte. Und das wird sein Rita Hagel-Kehl. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht mit allen verkehrspolitischen Debatten, die in dieser Legislaturperiode schon geführt wurden, haben wir uns europapolitische Lorbeeren verdient. Beim vorliegenden Entwurf für den Einzelplan 12 ist das anders. Ohne zu übertreiben kann man sagen, es ist ein echter europäischer Verkehrshaushalt. Mit der Neukonzeption der transeuropäischen Netze wurde Ende 2013 ein Anreizsystem für die EU-Mitgliedstaaten geschaffen, national verstärkt in solche Verkehrsprojekte zu investieren, die einen besonders hohen Nutzen für die europäische Vernetzung haben. Es geht dabei um solche Projekte, die in besonderem Maße das Zusammenwachsen der Menschen und Volkswirtschaften in Europa beitragen. Dass dieses Anreizsystem ausgezeichnet funktioniert, sieht man deutlich jetzt auch an diesem Haushalt. Um eine Förderung der EU zu erhalten, müssen die Projekte, wie bei solchen Programmen üblich, eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen. Eine Voraussetzung ist, dass sie in den nationalen Haushalten zunächst einmal voll ausfinanziert sind. Durch diese Fördermechanik enthalten die eingesetzten EU-Mittel nicht nur eine enorme Hebelwirkung, sondern werden auch nationale Egoismen in ihrem Gegenteil verkehrt. Es gilt nämlich, derjenige, der viele Zuschüsse erhalten will, muss auch besonders viel europäisch bauen, also viel mehr Projekte ausfinanzieren, als am Ende gefördert werden. Weil das so ist, sind die transeuropäischen Netze ein gutes Beispiel wider den Europapessimismus. Sie zeigen ganz konkret, dass wir Europa brauchen, dass Europa funktioniert und dass Europa leistungsfähig ist. Im vorliegenden Entwurf des Einzelplans finden sich folgerichtig zahlreiche Vorhaben mit hoher europäischer Vernetzungswirkung. Wer seine Hausaufgaben macht, der darf sich besonders freuen. Im Juli teilte die EU-Kommission mit, dass 17 Projekte, bei denen das Verkehrsministerium Antragsteller war, in der Konkurrenz um die Fördermittel erfolgreich waren. Im Ergebnis profitiert der Verkehrsetat bis 2020 von EU-Zuschüssen in einer Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Das ist zunächst einmal sehr, sehr gute Arbeit, die da im Ministerium geleistet wurde. Und auf diese gute Arbeit will ich hier auch einmal ausdrücklich hinweisen. Besonders freut mich, dass dieses Geld komplett in die Schiene und in die Wasserstraßen fließt. Über 95% der Projekte sind im Eisenbahninfrastruktur angesiedelt. Für unser Ziel, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen, ist dies ein zukunftsweisendes Zeichen. Ich will hier nur 4 der 17 Projekte exemplarisch aufgreifen. Den Ausbau der Bahnstrecke Karlsruhe-Basel, die Hinterlandanbindung der Fehmarn-Belt-Querung, Ausbau der Bahnstrecke Freilassing-Salzburg, die Bahnstrecke von Horka in Sachsen bis zur polnischen Grenze. Um diese Erfolgsgeschichte zu Ende zu schreiben, sollten wir im Sinne einer nachhaltigen Verkehrspolitik in den bevorstehenden Beratungen 2 Dinge berücksichtigen. Erstens sollten wir unbedingt sicherstellen, dass diese Mittel, durch die die EU-Förderung im Haushalt frei werden, weiterhin demjenigen Verkehrsträger zugutekommen, für den sie eingestellt wurden, also hauptsächlich der Schiene. Zweitens
Zweitens wünsche ich mir als Fachpolitikerin eine noch bessere Nachvollziehbarkeit, was mit den Zahlungen der EU-Verkehrshaushalt angeht. Hier gilt wie immer, besonders wenn es um investive Mittel geht, je mehr Transparenz und je mehr Kostenrealismus wir haben, umso besser können wir Parlamentarier arbeiten. Ich bin optimistisch, dass es in den Beratungen gelingt, diese beiden Punkte noch zu stärken. Am Ende können wir mit Fug und Recht von einer großzügigen europäischen Signatur dieses Verkehrshaushaltes sprechen. Vielen Dank.